In Schatten der Pandemie, letzte Chance für Europa. So der Titel des diesjährigen Friedensgutachtens, das heute Morgen im Rahmen der Bundespressekonferenz erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Wir sind gerade in diesem Jahr gespannt auf die Analysen und Empfehlungen des Friedensgutachtens. Im Anschluss an die zusammenfassenden Einführungen von Herausgeberseite, von Nicole Deitelhoff und Ursula Schröder, werden dann Jürgen Kristin und Renke Brahms ihre kritische Sicht auf das Friedensgutachten präsentieren. Danach haben wir Zeit und Gelegenheit, unter den Mitwirkenden etwas zu diskutieren. Und währenddessen schon haben Sie als Publikum die Möglichkeit, Ihre Rückfragen oder auch Kommentare schriftlich an die bekannten Adressen zu senden. Bitte schreiben Sie jeweils dazu, wen Sie konkret ansprechen wollen. Das hilft, Ihre Fragen und Kommentare entsprechend einzubringen. Wir haben das so ein wenig analog der Kirchentagsveranstaltung gedacht. Es wird also so etwas wie ein Anwalt, Anwältin des Publikums geben, die dann die Fragen einbringen werden. Nur noch kurz zum Inhalt. Die Friedens- und Konfliktforscherinnen und Forscher bieten angesichts der Corona-Pandemie eine umfassende Analyse der aktuellen friedenspolitischen Herausforderungen. Sie fordern die Politik sehr deutlich dazu auf die globalen Auswirkungen auch mit globalen Lösungsstrategien und Ansätzen zu reagieren. Nur so können aus der Krise auch eine Chance für die Zeit danach erwachsen. Ein Blick in den gerade neu erschienenen Global Peace Index belegt, wie eng zukünftig Nachhaltigkeit und Entwicklung, äußerer und innerer Frieden zusammen gedacht und zusammen bearbeitet werden müssen. Hier wird vor allem auf den Anstieg des Terrorismus, interner Konflikte und wachsender ziviler Unruhen verwiesen und so die Ursachen für eine Tendenz einer unfriedlicher werdenden Welt ausgemacht. Es verwundert daher nicht, wenn Länder wie Libyen, Somalia, Jemen, Südsudan, Irak, Syrien und als Schlusslicht Afghanistan hinten anstehen. Es sollte uns aber auch zu denken geben, dass Deutschland nicht einmal unter den 10 friedlichsten Ländern aufgelistet wird. Wir dürfen also gespannt sein auf die konkreten politischen Forderungen, die wir heute Abend zu hören bekommen und die wir ausführlicher im Gutachten nachlesen können. Um vorab vielleicht zwei Bereiche konkret anzusprechen, die wir unter Umständen auch heute Abend andiskutieren können. Der eine Bereich, wie wird Deutschland seinen ambitionierten Zielen für die Zeit im UN-Sicherheitsrat gerecht, zum Beispiel beim Thema Klimafolgen und Sicherheit. Und ein zweiter Bereich, was kann die in Kürze beginnende deutsche EU-Ratspräsidentschaft zu einer strategischen Neuausrichtung für Europa beitragen? Ich hoffe nun sehr, dass es uns heute Abend gelingt, mit den Expertinnen und Experten Antworten zu finden auf die drängenden friedenspolitischen Fragen, die mit und durch Corona weiterhin auf der Tagesordnung bleiben. Dem Friedensgutachten bleibt auch in diesem Jahr zu wünschen, dass es die notwendige Beachtung über diesen Tag hinaus findet. Mehr Krisen und Konflikte erfordern auch mehr Diskurs. Davon sind wir bei uns in der Akademie überzeugt. Und wir werden jedenfalls versuchen, dran zu bleiben. Ich wünsche uns nun eine konstruktive und kritische Debatte und bedanke mich noch einmal vorab und leite dann gleich über zu Nicole Deitelhoff. Sie ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Sie wird uns nun einen allgemeinen Überblick über das diesjährige Friedensgutachten geben. Herzlichen Dank, Frau Deitelhoff, und herzlich willkommen noch einmal.
einmal jetzt auch für Sie im Bild. Ja, vielen Dank, Herr Trittmann, für diese sehr nette Einführung. Auch nochmal vielen Dank, dass wir das Friedensgutachten traditionell wieder mit Ihnen gemeinsam im Rahmen dieser Woche in Berlin vorstellen und diskutieren können. Das ist für uns eine der angenehmsten, schönsten Veranstaltungen, weil da auch immer eigentlich sehr viel Diskussion aufkommt. Wir werden mal sehen, wie wir das jetzt mit diesem neuen Medium hinbekommen. Und wir werden auch mal sehen, wie allgemein tatsächlich meine Einführung ist. Denn ich habe sie eigentlich unter eine konkrete Perspektive gestellt. Aber ich beginne mal und dann schauen wir, wo wir enden. Ja, die Friedensforschungsinstitute haben das diesjährige Friedensgutachten unter den Titel gestellt. Sie haben das schon erwähnt. Im Schatten der Pandemie, letzte Chance für Europa. Und das mag Sie vielleicht überraschen, denn Europa scheint für viele ja momentan gar nicht im Fokus von Friedenspolitik zu stehen. Geht es nicht vielmehr, wie uns auch gerade noch unsere Kollegen von CIPRI zugestimmt haben, um die Modernisierung der Nuklearwaffenarsenale, während gleichzeitig die letzten Rüstungskontrollabkommen in diesem Bereich auslaufen? Oder um die schleichende Aufrüstung im Cyberbereich, wo wir überhaupt noch keine hinreichenden Regularien haben? Ja, darum geht es. Oder geht es nicht um die mögliche gewaltsame Eskalation der Lage im Nahen Osten, wenn Israel tatsächlich große Teile des Westjordanlands annektieren sollte im Juli, wie es der sogenannte amerikanische Friedensplan vorsieht? Und geht es nicht um die Polarisierung innerhalb unserer Gesellschaften, um Fragen von systemischem Rassismus oder von zunehmendem Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus und wie er aufzuhalten ist? Ja, auch darum. Oder geht es nicht um die Beendigung der Konflikte in Syrien und in Libyen, in Afghanistan, im Jemen oder im Südsudan, um die humanitäre Notlage der Bevölkerung dort zu beenden, medizinische Versorgung und Zugang zu Wasser und Nahrung zu ermöglichen? Ja, um all das geht es und auch darum, wie wir mit den ganz konkreten Folgen der Corona-Pandemie für die gegenwärtige Friedenspolitik umgehen sollen. Wenn wir etwa beobachten, dass sich in vielen Konfliktgebieten unter dem Eindruck sich zurückziehender Sicherheitskräfte neue Sicherheitsprobleme auftun, Gewalt und Kriminalität aufblüht, wenn Friedensmissionen ihren Aufgaben immer schwieriger nachkommen können, weil die Pandemie-Schutzmaßnahmen sie in ihre Stützpunkte zwingen und sie beispielsweise zivile Schutzräume nicht mehr sicherstellen können, wenn Krisendiplomatie zusehends zurückgedrängt wird, weil physische Zusammenkünfte auch in diesem Bereich nicht mehr möglich sind, und politische Kompromisse im Videochat eben weit schwieriger zu erreichen sind, weil der Ausschalter nun mal leider sehr viel schneller erreichbar ist als die nächste Tür in einer Verhandlungsrunde. Oder wenn durch die Pandemie gerade ohnehin schon schwache Bevölkerungsgruppen in Ländern des globalen Südens um ihre Subsistenzgrundlagen gebracht werden, weil sie im informellen Sektor arbeiten, weil sie als Tagelöhner arbeiten und weil ihr Zugang zu Trinkwasser, Nahrungsmitteln, geschweige denn zu medizinischer Versorgung ohnehin schon gering ist. In vielen dieser Bereichen drohen uns Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, die wir in der Bekämpfung von Armut, Säuglingssterblichkeit und Unterentwicklung ganz allgemein gemacht haben, zurückgedrängt zu werden. Ja, um all das geht es tatsächlich. Und das diesjährige Friedensgutachten macht dazu auch sehr explizite Vorschläge und Empfehlungen an die Bundesregierung. Jetzt kann man sich aber die Frage stellen, was hat all das denn mit Europa zu tun? Was heißt das, letzte Chance Europa? Und genau darüber würde ich eigentlich gerne in den kommenden 10 Minuten, damit Sie schon mal wissen, worauf Sie sich einstellen müssen, sprechen, bevor dann meine Kollegin Ursula Schröder vom IFSH in Hamburg noch einmal auf den spezifischen Schwerpunkt des diesjährigen Friedensgutachtens eingehen wird, nämlich den Zusammenhang von Klimawandel und Friedenspolitik bzw. Friedensgefährdung. Warum also Europa? Für all diese friedenspolitisch drängenden Fragen und Problemkreise, die ich ja gerade eigentlich geradezu beiläufig gestreift habe, stellt sich eine drängende Frage. Wer soll und wer kann diese Probleme lösen oder sie doch zumindest bearbeiten? Wir erleben in den letzten Jahren, und das war auch zumindest zu Beginn der Corona-Pandemie noch genauso, dass die Antworten auf diese Frage immer mehr in den nationalen Kontext geschoben werden. Der einzelne Staat will es wieder lösen oder wird das wieder lösen. Der einzelne Staat will sich um seine Probleme kümmern, um alles andere mögen sich auch bitte andere kümmern. Und wenn das schon eine Politik der vergangenen Jahre war, die wir alle wahrscheinlich unter dem Chiffre von America First, man kann aber auch das viel breiter fassen und sagen My Nation First kennen, so ist sie auch im Zuge der Corona-Pandemie allen Orten zu beobachten gewesen. Ob in unkoordinierten Grenzschließungen, Ausfuhrverboten, dem Versuch, zukünftige Impfstoffe doch gleich aufzukaufen
oder im Blame Game gegenüber anderen, das Wuhan-Virus, die Migranten als unkontrolliertes Superspreader. Mittlerweile zeigt sich zunehmend deutlich, dass die Pandemie sich nicht um nationale Entscheidungshoheiten oder Wünsche schert oder um nationale Grenzen. Sie breitet sich über den gesamten Globus aus und sie nimmt auch weiter an Fahrt auf. Während sie auf dem afrikanischen Kontinent zunächst noch knapp 100 Tage brauchte, bis die ersten 100.000 Infektionen bekannt waren, verdoppelte sich diese Zahl in nur 18 Tagen auf 200.000. Die Folgen für die nationalen Volkswirtschaften lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht einmal absehen, denn viele werden sich erst in den nächsten Monaten oder gar Jahren materialisieren. Und diese Folgen, wenngleich sie zeitlich und regional enorm ungleich ausfallen werden, werden sich nicht, und das wissen wir schon, mit nationalen Ansätzen alleine bearbeiten lassen. Es braucht, das ist die feste Überzeugung der Herausgeberinnen und Herausgeber des Friedensgutachtens, handlungsfähige und ressourcenstarke internationale Instrumente und Organisationen mit globaler Reichweite, um dieser globalen Pandemie und den Herausforderungen, die sie an uns stellt, zu begegnen. Nur wo sind sie eigentlich? In den letzten Jahren sind die internationalen Institutionen immer weiter geschwächt oder blockiert worden. Und das gilt im Bereich der Rüstungskontrolle, über den ich am Anfang gesprochen habe, aber auch im Bereich der Friedenssicherung, im Klimaschutz, im Freihandel oder im Menschenrechtsschutz. Und es gilt auch trotz Corona. Die Vereinten Nationen haben beispielsweise von Beginn an ein aktives Krisenmanagement gezeigt. Der UN-Generalsekretär Guterres hat zu einem globalen Waffenstillstand aufgerufen, um die Menschen in dieser Pandemie besser schützen zu können. Doch daran haben sich kaum Akteure gehalten. Und im UN-Sicherheitsrat haben China und die USA die entsprechenden Resolutionen blockiert, weil sie um die Rolle der Weltgesundheitsorganisation in der Pandemiebekämpfung und letztlich um Schuldzuweisung stritten. Die Weltgesundheitsorganisation ist einer dieser Zankapfel der Großmächte geworden und kann kaum ihrer Rolle in der Bekämpfung gerecht werden. Umso weniger, wenn ihr die Mittel und die Anerkennung dafür zusehends entzogen werden. Die Schwächung vieler internationaler Institutionen mag in vielem begründet liegen und sie muss von Institution zu Institution auch spezifisch betrachtet werden. Insgesamt aber gilt, dass internationale Institutionen dadurch geschwächt werden, dass sich niemand mehr für sie einsetzt. Entweder weil andere Institutionen vorgezogen werden oder weil manche Regierungen meinen, ihnen seien innenpolitisch die Hände durch populistische Herausforderer gebunden. Und Europa? Ach, Europa, Sie kennen diesen Ausspruch. Europa, beziehungsweise enger gesprochen, die Europäische Union ist selbst innenpolitisch geschwächt durch ungelöste Konflikte mit den östlichen Mitgliedsländern, Polen und Ungarn beispielsweise, um Grundrechtsschutz und um die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit oder die nach wie vor schwelende und immer wieder aufbrechende Auseinandersetzung um Migration und Flucht. Aber zugleich sind die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer vielleicht die einzigen Akteure, die jenseits aller Unstimmigkeiten ein vitales Interesse an der Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung haben, weil sie erstens im Gegensatz zu mancher Großmacht um die Bedeutung von Kooperation wissen, um gemeinsam erfolgreich sein zu können, und zweitens, weil sie vielleicht die einzigen sind, die mittelfristig zwischen den Großmächten am meisten zu verlieren haben, weil sie in ihren Rivalitäten immer mehr zerrieben werden dürften. Die Corona-Pandemie betrifft auch die europäischen Volkswirtschaften hart. Aber sie könnte dennoch für die Europäische Union auch zur großen Chance werden, ihre Vorstellung einer multilateralen, auf Freihandel und Rechtsstaatlichkeit basierenden Weltordnung endlich wieder Schub zu geben und aus der inneren Nabelschau herauszukommen. Um das zu erreichen, empfehlen die Friedensforschungsinstitute der Bundesregierung, die Europäische Union in ihren Aktivitäten zur globalen Bekämpfung der konkreten Auswirkungen der Krise, aber auch in den Visionen für eine Welt nach oder mit Corona zu unterstützen. Indem sie erstens den Weg weitergeht und mit Frankreich und anderen Partnern daran arbeitet, einen Konsens zum EU-Corona-Konjunkturpaket zu erreichen, das Hilfe in den Vordergrund stellt und nicht Rechenschaft. Zweitens, dass die Bundesregierung dies mit allen Anstrengungen flankiert mit einem globalen Konjunktur- und Kooperationspaket, das die Maßnahmen der einzelnen Institutionen bündelt, sie aber auch mit entsprechenden Eigenleistungen unterlegt. Ein Ansatzpunkt hierfür sehen wir mit Team Europe gegeben. Drittens, all diese Maßnahmen sollten sowohl im nationalen, im europäischen als auch im globalen Rahmen von Anfang an, und das ist in Ansätzen ja auch so, in einen klimagerechten Rahmen eingepasst werden, um die Corona-Krise als Chance für eine nachhaltige Klimawende auch wirklich zu nutzen. Im Kreise der G7 und der G20 sollte Deutschland sich Mühe geben, nach unbürokratischen Mitteln und Wegen zu suchen, die Länder des globalen Südens zu entlasten
und damit die Schwächsten und die am meisten von der Corona-Krise Betroffenen. Hier geht es um Umschuldung oder die Frage der Aufgabe von Konditionalitäten. Im Zuge des Schutzes für die Schwächsten sollten wir endlich darüber ernsthaft nachdenken und Mittel ergreifen, um die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln, die völlig überfüllt sind, aufzulösen, Asylverfahren zu beschleunigen und anerkannte Flüchtlinge die Umsiedlung in die Europäische Union zu ermöglichen. Internationale Organisationen müssen endlich wieder unterstützt werden, denn sie sind die technische und die organisatorische Infrastruktur zur Bewältigung der Pandemie und für das Management von Friedensprozessen weltweit. Kein einzelner Staat, noch eine Koalition der Willigen, kann es statt der internationalen Organisationen machen. Und siebtens, und das ist nicht das Unwichtigste, wir fordern endlich einen Diskurs über Kernwerte und Normen, die als unhintergehbar in Europa betrachtet werden sollen, um diese zur Richtschnur einer strategischen Kooperationsagenda zu machen. Nur so können Grenzen auch mit schwierigen Partnern wie China oder Russland glaubhaft gezogen werden und zugleich ebenfalls glaubhaft auch Möglichkeiten der Annäherung eröffnet werden. Krisen sind immer Zäsuren in ihrer jeweiligen Zeit, weil sie Schwachstellen politischer, technischer oder sozialer Ordnung schonungslos offenlegen. Die Verunsicherung, die sie erzeugen, birgt aber immer auch Chance. Eine Chance für Neuaufbruch, um in festgefahrenen Situationen wieder vorwärts zu kommen. Corona könnte neben all den schrecklichen Verheerungen, die sie angerichtet hat, genau dies und noch anrichtet für die EU sein. Eine letzte Chance, um nicht endgültig zurückzufallen. Vielen Dank. Ja, liebe Frau D'Arte-Bonf, ganz herzlichen Dank Ihnen für diesen doch schnellen Ritt durch das Gutachten. Ich glaube, es gibt ausreichend Anlaufpunkte, wo wir mit Ihnen und auch den anderen Beteiligten gerne etwas intensiver ins Gespräch kommen würden. Ich möchte aber jetzt gleich übergehen zu Ihnen, liebe Frau Schröder, und dem Schwerpunktthema des diesjährigen Gutachtens, Friedenspolitik in Zeiten des Klimawandels. Wenn Sie uns dazu noch ein paar einführende Worte sagen, warum in diesem Jahr jetzt dieser besondere Fokus auf Klimawandel und Frieden? Sehr gerne. Herzlichen Dank auch von meiner Seite für diese Einladung zur alljährlichen Veranstaltung der Evangelischen Akademie. Ich freue mich sehr, hier sein zu können, zumindest digital. Wir haben nach mehrjährigen Debatten über das Thema in diesem Jahr das Thema des Klimas, des Friedens und der Sicherheit in den Fokus des diesjährigen Friedensgutachtens gestellt. Warum? Wir erinnern uns an das Jahr 2019. Das mag mental schon recht weit weg sein, aber wir erinnern uns an die Protestbewegungen, an Fridays for Future und an viele globale, transnationale Aktionen, die uns die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und die uns gezeigt haben, dass wir es in diesen Jahren mit einer Klimakrise zu tun haben, die in den nächsten Jahren so akut werden wird, dass wir sie bearbeiten müssen. Und dieses Narrativ der Klimakrise und der Verdichtung in Aktivitäten auch der Zivilgesellschaft und Protestbewegungen hat einen ganz engen Zusammenhang zur globalen Friedenspolitik und auch zur aktuellen Corona-Krise. Wir haben es ja mit einer Doppelkrise zu tun im aktuellen Jahr. Das heißt, wir haben eine globale Pandemie, die wir kennen, die sehr kurzfristig über uns kam, die akut ist, die sehr viele Handlungsnotwendigkeiten mit sich gezogen hat und die eine massive Einschränkung unserer üblichen Freiheiten und Aktivitäten nach sich gezogen hat. Und wir haben parallel dazu eine sehr langfristige Krise in der Klimakrise, die eine Bedrohung der Existenzgrundlagen unseres Planeten und unseres Lebens auf diesem Planeten darstellt. Das wissen wir, dass diese planetarische Krise eine ist, mit der sich politische Gestaltung beschäftigen muss, und zwar auch radikal beschäftigen muss. Aber in den letzten Jahrzehnten kam es bislang nicht zu einer nachhaltigen und umfassenden Beschäftigung mit dem Thema der Klimaveränderung und der Klimakrise. Das heißt, wir wissen eigentlich lange Bescheid, dann wurde relativ lange nichts gemacht und momentan sind wir in einer Situation angekommen, wo der weltweite Zustand des Friedens, der menschlichen Sicherheit, der ökologischen Sicherheit in eine große
Bedrängnis gerät durch die Klimakrise, in der wir uns zurzeit befinden und wo die Friedenspolitik, auch die globale Friedenspolitik, nicht nur die deutsche, nicht nur die europäische, von dieser Klimakrise massiv betroffen ist. Und hier sehen wir im Friedensgutachten genuin negative Folgen der Klimakrise für die globale Friedenspolitik. Frau Weidelhoff hat es schon ausgeführt, Folgen für Hunger, für Armut, für Unterentwicklung, die menschliche Sicherheit direkt negativ beschäftigen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch die Corona-Krise möglicherweise als eine Chance, um nun die notwendigen Schritte zu einer Klimafriedenspolitik zu gehen, die wir brauchen, um diese beiden Krisen, die Pandemie zusammen mit der Klimakrise, zu überwinden. Und das ist das, was wir in unserem Kapitel versuchen herauszustellen, dass wir das Beispiel der Klimapolitik verwenden, um ein Zeitfenster jetzt festzumachen, dass wir nutzen müssen, um einen strukturellen Wandel, eine strukturelle Transformation unserer Gesellschaften im Hinblick auf eine nachhaltige und globale Klimafriedenspolitik anzugehen. Das ist das Ziel und wir zeigen in unserer Arbeit, dass wir eine nachhaltige Klimafriedenspolitik brauchen und dass es auch bestimmte Wege gibt, um dorthin zu kommen. Das heißt hier, was ist für uns das Problem, was ist die Problemstellung, die wir gesehen haben. Zunächst haben wir im Kapitel versucht, die Problemstellung weiter aufzumachen, als die aktuelle Debatte es tut. Wir haben in den Medien, aber auch in vielen politischen Debatten gesehen, dass der Zusammenhang zwischen Klima und Sicherheit häufig eingeengt wird auf den Zusammenhang zwischen Klima und Gewaltkonflikten. Also gibt es neue Klimakriege, werden durch Klimaveränderungen notwendig Gewaltkonflikte ausgelöst? Wo, unter welchen Bedingungen? Das sind die Fragen, unter denen das Thema bislang auch in der Wissenschaft sehr ausführlich diskutiert wurde und wo inzwischen auch Forschungsbestände darlegen, die Ergebnisse haben. Diese Ergebnisse zeigen uns, dass der Zusammenhang zwischen Klimaveränderungen und Gewaltereignissen deutlich nicht so klar ist, wie von einigen Seiten angenommen wurde. Es ist nicht haltbar, von neuen Klimakriegen zu sprechen. Es gibt kaum notwendige Beziehungen zwischen Klimaveränderungen und Gewalt. Das heißt für uns, dass wir in diesem Kapitel zeigen, dass die Hauptauswirkungen der Klimakrise momentan im Bereich der menschlichen Sicherheit und der ökologischen Sicherheit liegen. Das heißt, dass der Klimawandel sich auf Lebensräume und Existenzbedingungen von Menschen und Tieren negativ auswirkt und schon heute die Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen so stark beeinträchtigt, dass dies zu Armut, zu Hunger und zu Krankheit führen kann und dass das in der Folge dann zu einer Destabilisierung politischer Systeme führen kann. Also wenn die Klimaveränderungen dazu führen, dass in bestimmten Weltregionen menschliche Sicherheit stark beeinträchtigt wird, kann es in der Folge dann sein, dass politische Stabilität erschwert wird und auch nachhaltige Friedenssicherung erschwert wird. Aber dieser Zusammenhang zu Gewaltkonflikten ist etwas, das wir momentan noch nicht gesehen haben, wo wir aber argumentieren, dass es nicht auszuschließen ist, dass wenn die internationalen Klimaschutzziele, das heißt die Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad, die im Pariser Klimaabkommen festgehalten wurden, wenn diese Klimaschutzziele nicht erreicht werden, dann kann es sein, dass die weitere Temperaturerhöhung ein gefährliches Ausmaß und sogenannte Tipping Points annimmt, die dann dazu führen können, dass Wetterextreme, Wasser- und Nahrungsmittelprobleme dazu führen können, dass es zu Gewaltkonflikten und zu Vertreibungen kommen wird. Das heißt, wir wissen hier auch, dass wo solche Entwicklungen wahrscheinlicher sind als anderswo, ist, dass Klimafolgen, negative Klimafolgen, insbesondere dort das Risiko von Gewalt und Unfrieden erhöhen, wo es aufgrund eines geringen Pro-Kopf-Einkommens, starker Ungleichheit, ethnischer Polarisierung, politischer Exklusion und staatlicher Fragilität ohnehin schon einen Mangel an Konfliktlösungsinstitutionen gibt und wo es eine hohe Konfliktwahrscheinlichkeit bereits gibt oder schon Konflikte gab. Dort, zum Beispiel in der Sahelregion, am Horn von Afrika, in Afghanistan, werden die Auswirkungen der Klimafolgen am negativsten sein für die Bevölkerung.
Und an diesen Stellen muss die deutsche Politik ansetzen und gemeinsame Lösungen entwickeln, wie in unterschiedlichen Politikfeldern, in der Klimapolitik, in der Friedenspolitik, in der Entwicklungspolitik, diese negativen Entwicklungen so zusammengedacht werden können, dass wir eine einheitliche Politik in diesen Feldern vorantreiben. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass es durchaus die Möglichkeit positiver Folgen der Klimaveränderungen geben kann, dass auch Ressourcenmangel dazu führen kann, dass Gesellschaften und Staaten stärker kooperieren. Wir wissen aus der Forschung, dass das friedliche menschliche Zusammenleben nicht notwendig dadurch gefährdet wird, dass zu wenig oder zu viel Ressourcen da sind, sondern dass im Gegenteil auch die Herausforderungen des Klimawandels Anstöße für Zusammenarbeit und für kooperative Strukturen geben können, um massive Folgen des Klimawandels zu vermeiden und Klimakrisen zu bewältigen. Wir kennen das insbesondere aus der Kooperation um Wasserressourcen, sei das im Jordantal oder in der Tschadsee-Region, wo es kooperative Ansätze im Rahmen des ökologischen Friedensaufbaus bereits gibt, die gestärkt werden sollten. Es liegt also an den Gesellschaften selbst, wie sie mit der Notwendigkeit der Anpassung an Klimaveränderungen umgehen. Und die Frage ist dann, wie immer, wie kann diese Anpassung friedensverträglich gestaltet werden und nicht zu mehr Konflikten führen? Und das ist das, was uns im zweiten Teil interessiert hat, indem wir eine nachhaltige Friedenspolitik im Klimabereich fordern, die auf zwei Säulen ruht. Auf der einen Seite klar Emissionsvermeidung und auf der anderen Seite friedensverträgliche Maßnahmen der Klimaanpassung. Zur Emissionsvermeidung nur ganz kurz. Es ist natürlich sinnvoll und notwendig, die Vermeidung des Klimawandels in das Zentrum einer Klimafriedenspolitik zu stellen, da insbesondere eine Vorbeugung der Klimaveränderungen bestimmte Probleme natürlich abfedern würde. Und insbesondere im Schatten der Pandemie, die momentan manche Bereiche aus der politischen Aufmerksamkeit nimmt, bietet sich es an, eine drastische Emissionsvermeidung und das Festhalten an den Klimazielen der internationalen Gemeinschaft immer wieder vorzutragen, auf die Agenda zu setzen und darauf zu beharren, dass diese Politik, die eingeleitet wurde, weitergeführt wird. Und wir sehen da den European Green New Deal und auch die deutschen Konjunkturpakete als einen positiven Schritt, um an den Klimazielen weiterzuarbeiten und vielleicht eine Transformation, eine grüne Transformation der Corona-Pandemie-Effekte herbeizuführen. Und bei der Vermeidung des Klimawandels wird auch häufig diskutiert, ob man nicht eine technische Lösung für die Klimakrise herbeiführen sollte im Sinne der technischen Einhegung von CO2-Emissionen, landläufig unter dem Namen Geoengineering diskutiert in der Presse. Das heißt, die Technologien, die beispielsweise versuchen, einfallende Sonnenstrahlung wieder zurück ins All zu reflektieren, also reflektierende Aerosole in die Stratosphäre auszubringen und dort dann darauf zu hoffen, dass die Klimaveränderungen technisch einzuhegen wären. Im Friedensgutachten argumentieren wir, dass wir diesen Risiken, diesen riskanten Technologien kritisch gegenüberstehen und hier darauf hoffen und darauf fordern, dass die Bundesregierung hier sich international für ein Moratorium für die Forschung an solchen Technologien, insbesondere im Bereich Solar Radiation Management, einsetzt, um zunächst verregeln zu können, wie solche Technologien eingesetzt werden können. Das ist die Frage der Emissionsvermeidung hier. Und im zweiten Bereich schauen wir uns an, wie Gesellschaften sich an unvermeidliche Klimaveränderungen anpassen. Wir sehen in der aktuellen Politik, dass Klimaanpassungsmaßnahmen mitunter konfliktverschärfend wirken, dass Maßnahmen wie Aufforstung oder wie ökologische Effekte, ökologische Kooperationsvorhaben dazu führen, dass Bevölkerungsgruppen von bestimmten Ressourcen ausgeschlossen werden und dann soziale und politische Konflikte entstehen. Und wir fordern, dass die verschiedenen Politikfelder hier, wie bereits angedeutet, enger zusammenarbeiten, dass die Klimapolitik mit der Friedenspolitik, mit der Entwicklungspolitik sehr viel stärker verschränkt wird, als das bisher in der Praxis der Fall ist und wie es bisher in einigen Ansätzen schon versucht wird.
Und dieses Ziel der kooperativen Stärkung von zivilen Klimaanpassungsmaßnahmen steht hier im Zentrum, da wir argumentieren, dass Klimapolitik nicht durch militärische Instrumente gut bearbeitet werden kann, sondern dass wir fordern an dieser Stelle, dass die Betonung der Risiken des Klimawandels eher in einem Rahmen eines breiteren Sicherheitsverständnisses argumentiert werden sollte, in dem menschliche und ökologische Sicherheit zentral werden und nicht so sehr eine Tendenz, das Problem von Klima und Sicherheit auf militärische Sicherheit zu verengen und eher auf strategische Fragen zu reduzieren, sondern hier brauchen wir die breite Debatte auch in der Bevölkerung, wie diese beiden Themen zusammengebracht werden können und wie man insbesondere Frieden, Sicherheit, gute Regierungsführung und Klimawandel zusammenbringen kann. Und dafür haben wir für den Bereich der EU-Ratspräsidentschaft und der UN-Sicherheitsrats Mitgliedschaft Deutschlands im Friedensgutachten argumentiert, dass wir friedenspolitische Prävention ins Zentrum setzen möchten und hier darauf bauen, dass friedenspolitische Prävention und auch insbesondere Frühwarnungsmechanismen entwickelt werden sollen, die teilweise auch schon entwickelt werden, was wir sehr begrüßen, um in der Erfassung, in der Frühwarnung und der Analyse von friedensrelevanten Auswirkungen des Klimawandels stärker auszubauen, um besser zu verstehen, unter welchen Bedingungen bestimmte Folgen des Klimawandels Konflikte hervorrufen und wo. Dafür brauchen wir Frühwarnung und Prävention und wir brauchen, letzter Punkt, besseres Wissen. Das heißt, wir fordern auch, dass das Wissen über Strategien für Klimasicherheit und Frieden gestärkt wird, insbesondere im Rahmen der Vereinten Nationen, wo es schon Mechanismen gibt, um Expertise auch aus den Staaten des globalen Südens zu nutzen und auszubauen, um besser zu verstehen, in Zusammenarbeit mit Betroffenen in klimafragilen Regionen, wie eigentlich die genauen Zusammenhänge zwischen Frieden, Unsicherheit und Klimawandel funktionieren. Hier wird bereits investiert von der Bundesregierung, das begrüßen wir sehr. Und genau an dieser Stelle sollten die Versuche der Bundesregierung, hier aktiv zu intervenieren, auch ausgebaut werden. Soweit von mir. Vielen Dank. Ja, auch Ihnen, liebe Frau Schröder, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es ist deutlich geworden für uns alle, wie vielfältig die Probleme und die globalen Herausforderungen des Friedens sind, wie sehr sie miteinander zusammenhängen und wie sehr sie noch einmal durch die Corona-Pandemie fokussiert werden. Und das haben wir auch, denke ich, deutlich gespürt, wie intensiv das Friedensgutachten und Sie als Herausgeberin und Herausgeber versucht haben, auf diese drängenden Fragen Antworten zu finden. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung zu Ihnen, lieber Herr Trittin. Man kann ja fast sagen, die Politik befindet sich seit Jahren in einem Krisendauermodus und kann das Friedensgutachten hier Schneisen schlagen für politische Auseinandersetzungen, für Strategiebildung, für Lösungsansätze? Ist es ein hilfreiches Argument, was hilfreiches Instrument, was Sie auch weiter in die Hand nehmen können, um damit politisch Gewicht zu bekommen, um damit sozusagen auch von oppositioneller Seite aus im Bundestag der Regierung zur Seite zu stehen und für diese Ziele, die hier genannt worden sind, die Empfehlungen auch im Gutachten, eine entsprechende Unterstützung oder auch kritische Begleitung zuteil werden zu lassen. Also, zentrale Adressaten des Gutachtens seit jeher Bundestag und Bundesregierung. Insofern, lieber Herr Trittin, sind Sie und fühlen Sie sich jetzt bitte angesprochen. Danke Ihnen für Ihr Dabeisein. Ja, lieber Herr Trittmann, vielen Dank, Frau Professor Leitenhoff und Frau Professor Schröder. Es ist ja, und lieber Herr Brahms, es ist ja gute Tradition, dass das Friedensgutachten morgens, wenn es dann vor nach der Bundespressekonferenz auch in der grünen Fraktion im Arbeitskreis Internationale Politik und Menschenrechte vorgestellt wird. Sie sehen, Sie
Wir sehen in Ihnen diejenigen, die ein Stück richtungsweisend auch und gerade für unsere Politik sind. Und ich möchte zu drei Dingen etwas sagen, nämlich zu dem Befund der Lage, den Sie beschrieben haben, zum Zweiten zu der Frage, wie vergleichbar und ähnlich sind eigentlich diese Krisen, die hier im Schatten der Pandemie und die Klimakrise darstellen. Und drittens, was heißt das für, wie Sie es genannt haben, letzte Chance Europa? Ich glaube, das Erste, was man immer wieder sagen muss, wir haben vielfach in der öffentlichen Debatte noch so eine Vorstellung von Globalisierung, das sei so etwas wie globaler Handel, globale Lieferketten, globale Finanzmärkte. Die Wirklichkeit ist, dass diese Globalisierung umfassend geworden ist. Sie hat kulturelle Aspekte, sie hat politische Aspekte, und wenn ich mir die großen Herausforderungen anguckte, Sie haben eben, Herr Trittmann, von Krisenmodus gesprochen, so sind das in der Regel globale Krisen. Eine globale terroristische Herausforderung, die ist nicht mehr national, wie vielleicht mal in Nordirland oder in Deutschland in den Zeiten der RAF es gewesen ist. Wir haben eine globale fortschreitende Klimakrise, zu der ich noch was sagen will. Und wir haben natürlich mit der Pandemie plötzlich etwas, was von einem Fischmarkt, aber zumindest aus dem Ort Wuhan, über die ganze Welt sich verbreitet hat, inzwischen Hunderttausende das Leben gekostet hat und die größte Rezession mindestens seit der sogenannten Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hervorgerufen hat. Und diesen Befund einer umfassend gewordenen Globalisierung und damit umfassend global gewordener Probleme steht ein wirklicher Verlust globaler Regulierungsfähigkeit, ein globaler Verlust von Governance gegenüber. Und das ist kein Automatismus. Wir haben 1990 viele von uns geglaubt, manche sprachen vom Ende der Geschichte, und heute stellen wir fest, das Ende der Geschichte war ein Verlust an Regulierung. So schrecklich das war mit diesen beiden Blöcken, die sich da gegenüberstanden, aber es gab bestimmte Vereinbarungen. Heute erleben wir, dass diese Weltordnung wirklich massiv in Frage gestellt ist. Wir haben es zu tun, in meinen Augen, mit drei revisionistischen Mächten: den absteigenden USA, den aufsteigenden China und den aufgeblasenen Russen, die jedes Vakuum, was irgendwie bleibt, für sich nutzen und sich dicker machen, als sie in Wirklichkeit sind. Aber die eigentliche Herausforderung, vor der wir heute stehen, ist meines Erachtens die Herausbildung eines neuen Duopols. Und dieses neue Duopol ist nicht in erster Linie militärisch. Es ist ein Kampf um ökonomische Dominanz auf der Welt. Nennen Sie es America First oder Made in China 2025. Die Idee dahinter ist immer die gleiche, nämlich die globale Welt zum eigenen Vorteil zu gestalten. Und nun bin ich der Letzte, der eine Autokratie mit totalitären Tendenzen wie China auf eine Ebene stellen möchte, wie einen demokratischen Rechtsstaat, die USA. Aber dennoch führt das Ganze zu einer sehr schwierigen Situation, gerade für Europa. Das bisherige transatlantische Verhältnis hat Trump zu einem, ja, man kann sagen, transaktionellen Verhältnis umgestaltet. Europe is worse than China. Mercedes und Volkswagen bedrohen die nationale Sicherheit der USA. Und die Antwort aus den USA: sie erwarten Gefolgschaft, notfalls durch Erpressung oder durch Sanktionen. Der letzte Fall ist, weil wir nicht genug fürs Militär ausgeben, werden hier 10.000 Soldaten aus den USA abgezogen. Etwas, wo ich glaube, wir nicht so beeindruckt von sein sollten, weil wenn jemand sagt, ich schieße mir selber ins Knie, dann fühlt man sich davon nicht unmittelbar bedroht. Zeigen ist aber, es zählt nicht mehr die Einheit von Interessen, Werten und Institutionen, die das transatlantische Verhältnis lange geprägt hat.
Und umgekehrt haben wir es mit China, mit einem Land zu tun, was immer gerne von Multilateralismus, von Kooperation, vom gemeinsamen Schicksal der Welt spricht. Aber wenn es hart auf hart kommt, Regeln der Welthandelsorganisation missachtet und sogar offen Schiedssprüche des Seegerichtshofs zum Beispiel zum Südchinesischen Meer sozusagen in Frage stellt. Und in dieser Situation bekommt Europa eine neue Rolle. Wir müssen uns von dieser neuen Polarisierung unabhängig machen. Wir müssen Bündnisse finden mit Ländern, die sich dem nicht einordnen und unterordnen wollen. Wir haben bestimmte Elemente damals gemacht. Als der IWF blockiert war, hat Europa sich an der asiatischen Infrastruktur- und Investmentbank beteiligt. Mhm. Wir haben übrigens auch gegen China einen Hebel. Wir müssen da gar nicht auf dem Bauch liegen. Wir sind immer noch der interessanteste Binnenmarkt der Welt. Hier mit einer gewissen Robustheit auch die eigenen Interessen einzufordern, das würde ich anraten lassen. Aber Sie sehen, wohin wir kommen müssen, ist eine Stärkung europäischer Souveränität. Und diese Stärkung europäischer Souveränität, die ist auch und gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik nötig. Stichwort: Europa muss mal sehr ernsthaft überlegen, bevor man über eine europäische Armee oder eine Armee der Europäer spricht, sich selber zu prüfen, wo Europa selber, und das, die letzten Friedensgutachten haben darauf hingewiesen, wo Europa selber Unsicherheit um sich herum schafft. Im Friedensgutachten steht so etwas freundlich, die Bilanz von Interventionen beispielsweise sei gemischt. Ich bin nicht ganz so pessimistisch. Ich finde, einige Interventionen waren durchaus erfolgreich. Ich glaube, dass die Befriedung des Balkan insgesamt richtig und gut war. Aber es ist natürlich richtig, dass die Intervention in Libyen eine Katastrophe für den gesamten afrikanischen Kontinent gewesen ist. Und ich bin auch der Auffassung, dass Europa gelegentlich mit Nichtstun mehr Sicherheit schaffen kann. Wenn man weniger Industriepolitik meint, darüber betreiben zu können, dass man Rüstungsgüter exportiert, und auch dafür ist Libyen ein schlechtes Beispiel, schafft man ein Mehr an Sicherheit. Das sind, glaube ich, die Dinge, die wir angehen müssen. Ich glaube, dass ein drittes Element hinzukommen muss. Europa muss sich, was Abrüstung angeht, ein Stück von den USA emanzipieren. Es war angesagt, dass die USA den INF-Vertrag kündigen. Es war angesagt, dass sie New Start in Frage stellen. Sie haben angesagt, Open Sky zu kündigen. Wir haben darauf immer reagiert und gesagt, wir werden die überzeugen, dass sie das nicht machen. Das hat keinen Erfolg gehabt. Und das Ergebnis ist, dass die Sicherheit Europas ein ganzes Stück in Frage gestellt worden ist. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass Europa eine eigene Abrüstungsinitiative ergreift. Und diese Abrüstungsinitiative, das wäre eigentlich ein bisschen was, was in der Tradition von Willy Brandt und Egon Bahr stehen würde. Und wir gleichzeitig aufhören sollten, Unsicherheit zu exportieren. Nun ist im Zeichen der Pandemie, im Schatten der Pandemie, wie es im Friedensgutachten heißt, vielfach über die Parallele zwischen der Klimakrise und der Pandemie geredet worden. Und beide Krisen haben etwas gemeinsam. Sie verstärken vorhandene Missstände in der Gesellschaft. Vorhandene Missstände wie zum Beispiel ein schlechtes Gesundheitssystem, eine unzureichende Versorgung im Zugang mit Wasser und Sanität, einen nicht vorhandenen Zugang zur Energie. All dieses wird in diesen Krisen sozusagen extrem zugespitzt. Und ich glaube, es ist richtig, wenn wir davon sprechen, dass was die menschliche Sicherheit angeht, sowohl die Klima- wie die Pandemiekrise hier ein Bedrohungsmultiplikator darstellen. Etwas, was die Engländer oder die Amerikaner mal in einer militärischen Doktrin einen Trigger genannt haben. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Zusammenhang. Selbstverständlich wird nicht heute oder morgen ein Krieg ums Wasser geführt, wie das Harald Welzer mal beschrieben wird. Aber man kann doch nicht verkennen, dass beispielsweise die katastrophale Dürre in Syrien
über fast eine Million Menschen vom Land in die Städte vertrieben hat. Und dass dies in Verbindung mit Bad Governance, mit nicht partizipativer Regierungsführung dazu geführt hat, dass es eine Verschärfung dieses Konfliktes und dieser Konfliktursachen gegeben hat. Deswegen glaube ich, dem zu begegnen, ist aktive Sicherheitspolitik. Aber, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es nicht nur um unterschiedliche Krisenwahrnehmung geht, sondern um noch unterschiedliche Krisen. Das noch will ich unterstreichen. Bei Corona ging ganz viel. Plötzlich hat die Bundesregierung alle wirtschaftspolitischen Dogmen über den Haufen geschmissen. Schwarze Null interessiert uns nicht mehr. Wir machen keine europäischen Anlagen, doch, wir machen jetzt 500 Milliarden, vielleicht sogar 750 Milliarden europäische Anlagen. Ich kritisiere das nicht, ich habe das selber lange gefordert. Ich finde das richtig, ich bin froh, dass das so gekommen ist. Aber die Frage stellt sich, warum dies bei Corona möglich war und bei der Frage Klima noch nicht. Und ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Es ist immer noch ein Unterschied, ob etwas ein drängendes Problem ist, was man morgen früh gelöst haben muss, oder ob man mit solch einschneidenden Maßnahmen dahin kommt, eine Krise präventiv zu vermeiden. Und das ist zurzeit der wesentliche Unterschied. Nun spreche ich schon lange nicht mehr vom Klimawandel. Ich spreche bewusst von einer Klimakrise, weil ich nicht mehr davon überzeugt bin, dass wir wirklich noch an dem Punkt sind, dass wir nur noch präventiv handeln. Die Wetterdaten, die vorgelegt worden sind, wir sind gerade aktuell 10 Grad über den Durchschnittstemperaturen in Sibirien. Dies hat dort katastrophale Auswirkungen. Wir haben Auftauen von Permafrostböden, die setzen Methan frei. Das wiederum erzeugt weiterum Wärmeprozesse. Also es sind eine ganze Reihe von Punkten, wo die Klimawissenschaft von Tipping Points spricht, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Und vielleicht haben dies Erreichen oder Nähern dieser Tipping Points auch mit dazu beigetragen, dass es einen solch aktiven Aufstand einer Bewegung wie Fridays for Future gegeben hat, die natürlich nicht ohne Auswirkung geblieben ist, was auch für die Sicherheit von Bedeutung ist. Wenn heute aus der Klimakrise die Europäische Union und die Kommission mit großer Beharrlichkeit sagt, wir wollen mit Investitionen in die Energiewende, in Effizienz, in einen Green Deal aus dieser größten Rezession, aus Corona rauskommen, dann ist das nicht vorstellbar ohne den Druck, der aus dieser Bewegung mit herausgekommen ist. Ich glaube aber auch, und das ist jetzt sozusagen ein bisschen vielleicht auch Berufsoptimismus, dass es für diese Haltung gut begründete ökonomische Gründe gibt. Die Internationale Energieagentur hat neulich ihren neuen Bericht vorgelegt. Und daraus geht hervor, dass im ersten Quartal die Energie, der Primärenergieverbrauch komplett runtergegangen ist. Sie rechnen mit einem Rückgang des Primärenergiebedarfs über das ganze Jahr von 6%. Und jetzt komme ich zu einer verblüffenden anderen Zahl. Die CO2-Emissionen, wenn prognostiziert würden, um 8% zurückgehen. Das ist der größte Rückgang in der Geschichte der Menschheit. Wir würden wieder unter dem Niveau von 2010 landen. Und wenn man sich genau anguckt, woran das liegt, hat man plötzlich eine ganz erstaunliche Feststellung. Kohle ging um 8% zurück, Öl um 9% und in der gleichen Zeit, im ersten Quartal dieses Jahres, stieg der Absatz von Strom aus erneuerbaren Energien um 1,5%. Warum? Weil es mittlerweile die billigste Quelle für die Erzeugung von Strom ist. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, es gibt gute ökonomische Gründe, die Überwindung der Rezession, und zwar global, nicht zu finanzieren, indem man zurückgeht zu Kohle und Fossilen, sondern indem man Technologien greift, die heute und gerade auf dem Markt für die ärmeren Länder, für die Schwellenländer wirklich leistbar sind, um auf diese Weise tatsächlich hinzubekommen, dass mehr Menschen Zugang zu Energie, zu Einkommen und zu Wirtschaften haben. Diese Strategie würde die menschliche Sicherheit dieser Menschen erhöhen und damit gleichzeitig genau diesen Trigger
für die Gefährdung staatlicher Geschichte, den Trigger für Konflikte, für bewaffnete Auseinandersetzungen, für Kriege ein Stück weit mindern. Und dass das funktioniert, hat zwei Voraussetzungen. Erstens, dass Europa liefert, was die Minderung von Treibhausgasen angeht. Das wird Europa nur können, wenn Deutschland liefert. Deutschland ist der größte Emittent, einer der größten Pro-Kopf-Emittenten. Wenn Deutschland nicht liefert, schafft es Europa nicht. Aber es hat auch eine andere Ursache. Nur wenn wir hier einen Markt kreieren für diese Technologien, werden die so billig werden, so leistbar, dass sie anderen helfen. Und das Zweite, wir brauchen tatsächlich Investitionen in diesem Bereich. Und es ist sehr viel wichtiger, dass Europa und Deutschland ihre Aufwendungen und Zusagen im Bereich der Entwicklungshilfe einlassen, anstatt dass sie einem vermeintlichen 2%-Ziel in der Aufrüstung hinterherjachtern. Bekanntermaßen lässt sich weder das Coronavirus noch die Klimakrise durch Abschreckung bekämpfen. Und für diese Frage spielt mit Blick auf die internationale Ordnung Europa eine zentrale Rolle. Und so will ich schließen mit einem Zitat von Frau Professorin Lindemann, die in der Zeit geschrieben hat: Was wir aus der Corona-Krise für den Klimaschutz lernen, ist noch nicht entschieden. Vielleicht machen wir etwas daraus. Das passt ganz gut zur Mahnung des Gutachtens. Es ist Europas letzte Chance. Ob Europa diese Chance nutzen kann, das liegt auch an Deutschland. Vielen Dank. Auch Ihnen, lieber Herr Trittin, ganz herzlichen Dank für diese kurzen und präzisen Analysen und Forderungen aus Ihrer Sicht, aber auch das, was aus Ihrer Sicht Hoffnung machen kann für die Zukunft. Ich denke, da gibt es Anknüpfungspunkte ganz sicher unter den Expertinnen und Experten, aber auch im Publikum Reaktionen, um das noch etwas weiter ins Gespräch zu bringen, vielleicht auch andere Ansichten dazu, was hier hilfreich sein kann. Kommen wir nun zu Ihnen, lieber Herr Brahms. Sie sind der Friedensbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und im vergangenen Jahr 2019, gegen Ende des Jahres, hat die EKD-Synode sich sehr intensiv mit den Herausforderungen des Friedens und mit neuen Wegen oder einer Neudefinition von Wegen hin zu einem gerechten Frieden befasst und auch versucht, dazu wegweisende Beschlüsse zu fassen. In einem Bereich ist man neue Wege gegangen. Das war der Versuch, die Interdependenzen von Nachhaltigkeit und gerechtem Frieden ganz besonders in den Fokus zu rücken. Das haben wir jetzt hier im Friedensgutachten auch neu auf den Tisch bekommen. Es ist mehrfach heute Abend hier genannt worden. Vielleicht können Sie dazu an der einen oder anderen Stelle auch noch mal etwas ausführen, wo die Kirchen hier als Akteure mit anderen gefordert sind. Und vielleicht noch ein letzter Punkt aus meiner Sicht. Corona macht ja vielen Menschen Angst. Sie fühlen sich unsicher. Sie wissen nicht genau, ob es ein gutes Ende nehmen wird. Und nun sind ja an vielen Stellen häufig auch die Kirchen gefordert oder gefragt, Hoffnung zu geben in solchen Situationen. Man wünscht sich sozusagen Zukunftsperspektiven. Da könnten Sie vielleicht, wenn Sie mögen, an der einen oder anderen Stelle aus friedensethischer Sicht auch noch einmal zu Stellung nehmen, wo Sie Hoffnung, Zukunftsperspektiven sehen, damit die globale Krise auch als eine globale Chance erfasst werden kann. Aber so viel von meiner Seite. Ich will auch nicht Fragen an Sie vorwegnehmen. Herzlichen Dank auch, dass Sie da sind und wir freuen uns jetzt auf Ihr Statement. Ja, vielen Dank, Herr Trittmann, vielen Dank, Frau Eitelhoff, Frau Schröder, Herr Trittin.
Für mich ist immer so, das Friedensgutachten ist eine Quelle der Erkenntnis, der Zahlen, Daten, Fakten und wunderbaren Einschätzungen, mit denen ich mich auseinandersetzen kann. In meinem Nebenamt als Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bin ich auf solche Gutachten angewiesen, um die Dinge auch mitverfolgen und einschätzen zu können. Das sozusagen als Dank vorweg. Ich habe 5 Punkte, 5 Anmerkungen, die ich jeweils auch mit einem Punkt der Anfrage oder Kritik verbinden möchte. Wobei der erste Punkt eine ausdrückliche Unterstreichung ist, nämlich der Zusammenhang der Themen, die im Friedensgutachten alle genannt sind, die haben Sie ja vorhin angesprochen, mit dieser Situation der Corona-Pandemie. Und ich will nochmal ausdrücklich unterstreichen, was Sie da geschrieben haben, nämlich nicht nur, dass man unter der Corona-Pandemie die wichtigen Themen des Friedens vergisst, weil jetzt anderes in den Vordergrund rückt, sondern dass sie ja ausdrücklich den Zusammenhang herstellen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der Tat immer wieder betonen müssen. Sie haben es eben auch angesprochen, Herr Trittin, das ist sozusagen etwas, was nochmal die Situation verschärft, so wie das Klima, der Klimawandel oder die Klimakrise auch die Corona-Situation nochmal verschärft und damit sozusagen auf den Punkt bringt. Gerade hat Dan Smith von SIPRI in Stockholm das nochmal sehr deutlich betont, auch ohne schon irgendwie wissenschaftlich nachweisen zu können, wo jetzt genaue Zusammenhänge sind, hat er doch sehr davor gewarnt, weil es eben genau die Schwächsten trifft und die Konflikte in diesen Regionen und in diesen Situationen für die Völker und für diese Länder eben nochmal verschärft. Insofern ist es neben der Klimakrise ist auch die Corona-Pandemie ein Stresstest sozusagen für diese Region und für das Friedensthema. Der zweite Punkt, den ich nennen will, Herr Trittmann, Sie haben es angesprochen, die EKD hat auf der Synode im Herbst 2019 sich mit dem Schwerpunktthema Frieden beschäftigt. Es gab einen 2-jährigen Vorbereitungsprozess darauf und wir haben dann einen Kundgebungstext, einen Entschlusstext auf der Synode verabschiedet. Und wir haben natürlich auch in diesem Prozess und auf der Synode selbst darum diskutiert, was sind die wichtigen Themen. Und wenn ich das Gutachten lese, dann fühle ich mich sehr bestätigt in den Themen, die wir auch aufgenommen haben und sozusagen auch identifiziert haben. Ich will es mal so sagen, wo es hier heißt Friedenspolitik in Zeiten des Klimawandels, haben wir es genannt nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz für gerechten Frieden. Hier geht es um Rüstungsdynamiken im Gutachten. Wir haben nochmal uns spezialisiert auf die Herausforderungen durch Autonomisierung von Waffen, Cyber- und Atomwaffen. Im Gutachten geht es um institutionelle Friedenssicherung, neue Mächte, alte Mächte. Wir haben uns sehr konzentriert auf die Rolle Europas, nochmal innerhalb des Multilateralismus oder auch der Krise des Multilateralismus. Wo es hier heißt, transnationale Sicherheitsrisiken, Rechtsterrorismus, haben wir uns ganz stark sozusagen eher innerdeutsch mit dem gesellschaftlichen Frieden beschäftigt, aber natürlich auch mit den Folgen von Migration für unsere Gesellschaft etc. An einem Punkt gibt es einen deutlichen Unterschied. Da, wo es nämlich hier um bewaffnete Konflikte geht und die Auseinandersetzung im Gutachten um humanitäre Interventionen und um die Schutzverantwortung, haben wir in der EKD-Synode und im Vorbereitungsprozess uns sehr darauf konzentriert, auf die andere Seite zu gucken, nämlich auf das Thema Gewaltfreiheit. Also nicht sozusagen die Konflikte nochmal anzugucken, sondern zu gucken, welche Alternativen gibt es denn dazu und welche Wege, gewaltfreien Wege der Konfliktlösung gibt es und haben uns da nochmal beschäftigt mit den Erfahrungen, die es da gibt, aber auch mit natürlich politischen, längst etablierten Instrumenten, gerade in Deutschland, wie Krisenprävention, die Leitlinien des BNZ, andere Instrumente, wo wir nochmal sehr drauf geguckt haben, um das zu betonen. Und da ist vielleicht für mich auch eine erste Frage und Kritik am Gutachten, wenn es denn, so habe ich es verstanden, eine eher gemischte Bilanz gibt. Und wenn ich das richtig gelesen habe, bei den erfolgreichen Interventionen etwa 30% Gewaltminderung, bei anderen auch das Gegenteil. Und bei manchen kann man es gar nicht sagen oder noch nicht sagen. Wenn das denn so ist, dann muss man doch noch mal gucken, was ist die Alternative dazu, zu militärischen Instrumenten, sei es im Rahmen der Schutzverantwortung
humanitäre Interventionen und wie auch immer. In der Friedensszene wird ja oft irgendwie dann Bezug genommen zu der amerikanischen Studie von Erica Granoweth und Maria Stephan, also so diese Frage der gewaltfreien Aufstände, und Gewaltfreiheit ist sehr viel erfolgreicher als das andere. Die zweite Studie, die nachfolgende Studie, ist da etwas kritischer geworden über diesen Zusammenhang, und das reicht sicher nicht aus. Also die Frage aber für mich ist, ob man nicht an der Stelle auch nochmal deutlich mehr Forschung braucht, deutlich mehr hingucken sozusagen auf die Alternativen, dass das sozusagen gar nicht wenigstens in den Blick genommen worden ist, jedenfalls nach meinem Lesen im Gutachten, habe ich ein bisschen als Schwäche empfunden. Mein dritter Punkt, und darüber ist jetzt schon viel gesagt worden, da will ich mich kurz halten, dieser Zusammenhang von Frieden und Klimawandel, damit haben wir uns schwerpunktmäßig auch auf der EKD-Synode beschäftigt und damit auseinandergesetzt. Also die Klimafolgenabwandel oder Krisenfolgeabschätzung und die entsprechenden Situationen, die daraus sozusagen entstehen. Also wie gelingt es denn eigentlich nach der Agenda 2030, leave no one behind? Also wie gelingt das eigentlich wirklich weltweit im globalen Kontext, das wirklich umzusetzen, und haben auch nochmal gemahnt, die Klimaziele der Bundesregierung sozusagen auch wirklich konsequent nachzuvollziehen und umzusetzen. Ein Punkt, der hat mich tatsächlich im Gutachten auch etwas gewundert, ist diese Skepsis über den Zusammenhang oder jedenfalls sozusagen bisher Forschungsergebnisse, die ja deutlich machen, es gibt sozusagen nicht diesen direkten Zusammenhang zwischen Klimawandel oder Klimakrise und bewaffneten Konflikten. Mein Punkt wäre eher nochmal drauf zu gucken, auf die Kausalketten. Das klingt an, aber es ist, glaube ich, eher nochmal drauf zu gucken, wie denn diese verschiedenen Ketten aussehen und was dafür Auslöser sind. Also das Thema der Migration ist doch auch eins, was sozusagen Konflikte auslöst und Konflikt beinhaltet, was aber ganz stark auch inzwischen mit den Klimaflüchtlingen zu tun hat. Die sind ja über viele Jahre sozusagen eher marginalisiert worden, aber die Zahl der Klimaflüchtlinge ist eine hohe Zahl inzwischen. Also die Frage, welche Konflikte entstehen in den Kausalketten, die doch ihren Anfang nehmen in der Klimakrise, und das nochmal dran, sozusagen genauer hinzugucken, wie diese Ketten eigentlich aussehen, und dann doch etwas noch differenzierter zu gucken an dieser Stelle, wie ist der Zusammenhang zwischen den Sicherheits- und Friedensfragen und der Klimakrise. Ein vierter Punkt ist für mich das Stichwort Rüstungsdynamiken. Da gibt es ja einen Schwerpunkt dann unter dieser Überschrift bei dem Punkt Cyberangriffe. Aber auch schon der erste und einleitende Teil zu diesem Kapitel offenbart so viele Zahlen und solche schrecklichen Entwicklungen, dass es, glaube ich, hier auch genannt werden muss. Also die Steigerung der Militärausgaben bei gleichzeitiger Erosion der internationalen Abkommen und Kontrollmechanismen. Die Ungleichgewichtigkeit zwischen dem, was die NATO, selbst die EU-Staaten für Militär ausgeben und was Russland ausgibt. Das 16-fache. Alleine Frankreich und Deutschland zusammen geben mehr aus als Russland, bei aller Ungenauigkeit möglicherweise auf der russischen Seite und versteckten Ausgaben. Aber die Frage ist ja dann doch, in welchem Verhältnis steht das und geht es eigentlich letztlich gegenüber Russland darum, Russland irgendwie niederzurüsten, oder wofür ist sozusagen, sind diese Steigerungen im europäischen Rahmen eigentlich notwendig, wenn man nochmal die Verschiebung auf die EU-Ebene, die Sie ja auch ansprechen, in Gutachten nimmt, plus die nationalen Steigerungen, und Deutschland liegt für 2019 an der Spitze der Steigerungsraten, haben Sie geschrieben, dann muss man doch irgendwie fragen, auch bei aller internationalen Verantwortungsübernahme, die vielleicht auf Europa zukommt, ist das eigentlich angemessen von der Größenordnung, oder zeigt es eher, dass die EU oder die NATO unfähig ist, so zusammenzuarbeiten, dass es die Ressourcen auch wirklich einsetzen kann, die da drinstecken schon. Also diese Frage beschäftigt mich eigentlich schon seit längerer Zeit. Und dann kommt noch dazu natürlich die Frage der Nuklearwaffen, die in diesem Kapitel genannt werden.
und die uns auch in der evangelischen Kirche in Deutschland umtreiben, das ist ja eine Grundfrage, die sich immer durchzieht, auch durch unsere friedensethischen Diskussionen. Und wir haben versucht, in der Kundgebung nochmal weitere Schritte zu gehen und zu sagen, wir müssen hinauskommen, sozusagen über diese unterschiedlichen politischen Wege, die wir immer aufgezeigt haben, müssen wir nicht doch hinkommen zu einer klaren Schritten, auch der Bundesregierung, auch der Politik, natürlich im Kontext und im Gespräch, in der Diskussion mit den Partnern, die aber hinausläuft letztlich auf eine Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrages. Aber dazu sind viele Schritte notwendig und das beschreiben wir auch und sagen, aber solche Schritte sind notwendig. Das ist auch eine Erwartung an die Bundesregierung und an die Zeit im UNO-Weltsicherheitsrat und auch in der Ratspräsidentschaft. Zum Cyber gestehe ich ein, dass dieses Kapitel immer wieder, wir haben uns ja auch damit beschäftigt, ein hochkompliziertes ist und viel Erklärungen noch immer bedarf, weil es ein Kapitel ist und ein Thema ist, bei dem sehr viele Ebenen sozusagen noch durcheinander gehen. Aber auch an dieser Stelle haben wir in der EKD-Synode sehr deutlich betont, zu gucken auf sozusagen Resilienz, auf die zivile Gewalt, sozusagen Verteidigung und nicht auf den Angriffsmodus und eben auf ein Einsetzen für ein internationales Regelwerk an dieser Stelle, um deutlich zu machen, hier ist viel zu tun, hier muss auch viel getan werden und vielleicht gibt es auch bestimmte Ziele, die man sozusagen, Sie sprechen glaube ich im Gutachten von Tabuisierung von Angriffen gegenüber zivilen Einrichtungen, muss sowas nicht auch letztlich in einer Art Ächtung sozusagen enden. Ja, also auch das ist, glaube ich, etwas, wo Deutschland sich für einsetzen sollte und die deutsche Regierung. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das, was eben auch angesprochen worden ist, sozusagen zur Rolle der Weltmächte. Das ist in diesem, Sie beschreiben ja in dem Gutachten nochmal sehr deutlich, das sind keine neuen Mächte, sondern es sind die alten, aber in veränderter sozusagen Situation. Ich zitiere nur drei Sätze. China verfolgt eine proaktive, aber subtile Weltordnungspolitik. Russland geht rigoroser vor. Die USA ziehen sich nicht nur aus Institutionen zurück. Sie legen selbst die Axt an die internationale Ordnung, die sie mitgeschaffen haben. Das macht, glaube ich, sehr genug deutlich, sozusagen diese unterschiedliche Art und Weise, aber auch die Gefahr, die daran steckt. Ich frage an dieser Stelle, und ich erinnere an die Diskussion mit Sigmar Gabriel im letzten Jahr bei der Vorstellung des Friedensgutachtens, der nämlich gefragt hat, was erwarten Sie alles von der deutschen Regierung? Sie trauen der Rolle Deutschlands viel zu und Sie müssen doch sehen, hat er, glaube ich, gesagt, Deutschland ist höchstens eine Mittelmacht, die kann gar nicht so viel bewegen, wie Sie ins Gutachten schreiben. Meine Frage ist so ein bisschen an der Stelle tatsächlich, bei allem, was schon angeklungen ist, die Rolle Europas an der Stelle. Kann Europa das leisten? Und Sie schreiben ja, brauchen Russland und China Europa wirklich? Mhm. Das ist für mich eine echte Frage. Da klang eben ja was an, auch ökonomisch, aber ich stelle mir wirklich die Frage, brauchen die Europa? Mhm. Und das ist sozusagen ein bisschen die Frage vom letzten Jahr gemünzt jetzt auf Europa. Nicht in der Schärfe, aber in der Hoffnung schon. Mhm. Ja, und Sie haben ja zwei Punkte genannt. Also das eine ist, dass Europa noch mehr darauf angewiesen ist an dieser Stelle, sozusagen so zu agieren und ein Interesse hat an internationaler Zusammenarbeit und gleichzeitig die Erfahrung hat und die Kompetenz hat von Zusammenarbeit und Kooperation. Aber brauchen Russland und China wirklich Europa an dieser Stelle? Und dann vielleicht noch mal ganz zum Schluss zu der Frage von Ihnen, Herr Trittmann, Corona und die Angst. Einerseits betrifft es ja die Rolle der Kirche überhaupt in einer solchen Situation. Ich habe jedenfalls erlebt, dass die Kirche ausgesprochen präsent war in dieser Zeit, auch wenn es digital war, aber vielfach auch analog, in dem Pfarrerinnen und Pfarrer Menschen in sehr, sehr schwierigen Situationen beigestanden haben und Trost gespendet haben und versucht haben, auch Angst mit zu überwinden. Und das andere ist in der Tat, da schließe ich an dem Zitat, Herr Trittin, was Sie eben genannt haben, was aus der Corona-Pandemie und aus der Krise wird, ist noch nicht ausgemacht. Mhm.
Aber was man immer schon sagen sollte und auch in Erinnerung behalten sollte, ist, das, was an gegenseitiger Unterstützung, Nachbarschaftshilfe, Gemeinschaft, Gemeinsamkeit in dieser Zeit entstanden ist und möglich war. Und wenn es eben um das Geld ging, um Krisen zu überwinden, und man nicht meinen sollte, das Geld wäre nicht da, dann würde ich immer sagen, man sollte nicht meinen, die Menschen wären nicht in der Lage dazu, in einer solchen Weise gemeinschaftlich auch auf Krisen zu reagieren und einander beizustehen. Und meine Hoffnung ist, dass davon auch eine Menge bleibt. Ja, auch Ihnen, lieber Herr Brahms, ganz herzlichen Dank für diesen Kommentar, diese Reaktion aufs Friedensgutachten, aber auch auf die Verknüpfung zur eigenen Position. Sie haben ein paar Fragen benannt, die sich ja auch vielleicht an Frau Schröder, an Frau Deitelhoff oder auch an Herrn Trittin gerichtet waren. Insofern wäre jetzt meine erste Bitte und Rückfrage, mögen Sie darauf nochmal reagieren? Dann wäre in jedem Fall Gelegenheit dazu, zum Klimathema oder auch die Bilanz bei internationalen Friedensmissionen, die Sie kritisch hinterfragt haben. Ich denke, diese Runde Antworten auf die Anfragen von Herrn Brahms sollten wir in jedem Fall an dieser Stelle machen. Ich will noch einmal erinnern daran, dass Herr Trittin pünktlich um 20 Uhr spätestens los muss. Also an alle diejenigen, auch unter dem geschätzten Publikum online, die Fragen an Herrn Trittin gezielt loswerden wollen, dann ist jetzt Gelegenheit dazu. Schreiben Sie uns und wir können das rechtzeitig einbringen. Wer möchte zuerst? Sie vielleicht, Frau Schröder? Das bin ich nicht. Das steht gegen Sie. Gerne. Ich werde auf einige Punkte eingehen und überlasse dir, Nicole, dann die anderen Fragen. First Mover. Das heißt, ich gehe zuerst auf die direkte Rückfrage zum Zusammenhang zwischen Klima und bewaffneten Konflikten ein. Und hier ist ja das interessante Finding, dass in der wissenschaftlichen Gemeinschaft wirklich auch in einer Vielzahl an Studien diskutiert wurde und wird, dass der Zusammenhang zwischen einem Ausbruch eines bewaffneten Konfliktes und Klimaveränderungen, der ist einfach nicht klar. Da gibt es Versuche qualitativer Art, quantitativer Art, Kausalketten herzustellen, aber diese können nicht stabil hergeleitet werden. Das heißt, dass wir sehr deutlich Klimaveränderungen, Klimavariabilität, Wetterextreme sehen als einen Risikomultiplikator, das sagen wir auch sehr deutlich im Gutachten, diese Verstärkerfunktion, auch eine Katalysatorfunktion von Dürre, von Hunger, die durch Klimaveränderungen kommt, ist sehr deutlich. Aber es liegt, und das ist für uns auch das hoffnungsvolle Zeichen, es liegt an den Gesellschaften und an den politischen Ordnungen, ob diese Faktoren dann in Gewaltkonflikte umschlagen. Das ist für uns auch der Ansatz, wo wir Politik gestalten können. Es gibt keinen Determinismus, weder statistisch noch anderer Art, dass eine Veränderung von Klima, von eine Klimaveränderung zu Gewalt und bewaffneten Konflikten führt. Das ist klar. Das Zweite ist aber, dass wir eine deutlich breitere Debatte brauchen, weil die Debatte bisher sehr stark auf Kriege und bewaffnete Konflikte eingeschränkt war. Das ist sehr eng. Viel breiter und viel interessanter wird es, wenn wir uns andere Dimensionen der Unfriedlichkeit anschauen, die ja auch im Global Peace Index genannt werden, also Repression oder Mordraten, Gewaltereignisse anderer Art, die eben nicht zu einem bewaffneten Konflikt zählen.
diese können durch Klimaveränderungen auch beeinflusst werden, auch negativ beeinflusst werden und auch andere Formen der menschlichen Unsicherheit. Sei das Gewalt gegen bestimmte Gruppen, gegen Frauen, sei das bestimmte Formen der Hungersnot. Das sind Großereignisse, die massiven negativen Einfluss auf ganze Gesellschaften haben, die in dieser Debatte im Zusammenhang zwischen Klima und klassischer Sicherheit und bewaffnetem Konflikt aber nicht vorkommen. Daher ist es an uns an dieser Stelle wirklich wichtig zu betonen, dass es andere Debatten gibt, die wir hier führen müssen, als diejenige, die momentan noch nicht in der Form relevant ist, wie es in den Medien mitunter geschrieben wird. Wir sagen aber auch, dass, Sie sprachen Tipppunkte an, dass es durchaus möglich ist, dass, wenn Klimawandel weiter voranschreitet, solche direkteren Kausalketten entstehen. Wir sagen nur, momentan ist dies noch nicht Forschungskonsens, dass das der Fall ist, und sind hier auch tatsächlich vorsichtig in der Interpretation der Daten. Aber da gibt es auch viel Hintergrund im Friedensgutachten, der auf die korrekten Quellen verweist. Da können wir später noch mal genauer drüber sprechen. Aber ich wollte auch noch einen anderen Punkt machen zu Herrn Trittins Frage nach der europäischen Souveränität. Die treibt mich auch um. Und hier ist ja auch die Frage, wie verbindet man diese Fragen nach der Weltordnung, der Transformation der Weltordnung mit der Europas Rolle in der Welt? Und hier auch wieder die Idee und die Überzeugung aus dem Friedensgutachten, dass wir eine andere und eine breitere Debatte führen müssen, als das momentan der Fall ist. Ich denke, die Covid-Epidemie und dann Pandemie hat uns sehr deutlich gezeigt, dass die Debatte um die strategische Souveränität Europas, die sehr militärisch geführt wurde, insbesondere mit Bezug auf militärische Fähigkeiten, dass die große Teile von Souveränität ausgeblendet hat, die jetzt viel zentraler ins Licht rücken, wo wir es alle mit der Corona-Pandemie zu tun haben. Das heißt, wir müssen europäische Sicherheit grundsätzlich umfassender denken, und wir brauchen eine neue Debatte, die eben auch nicht nur auf militärische Handlungsfähigkeit zurückweist, sondern auch auf Zivilschutz, auf Krisenmanagement, auf Europas Rolle in der Welt im Sinne einer solidarischen Unterstützung von Gruppen, die momentan sehr stark unter Covid-19 leiden, aber eben auch im Hinblick auf bestimmte Fähigkeiten, die für eine neue Form der europäischen Sicherheit wichtig werden. Und hier kommt die Debatte auch von Herrn Trittin in die Diskussion gebracht, der Rüstungskontrolle und Abrüstung mit rein, und auch die Debatte, die momentan geführt wird, um den amerikanischen Truppenabzug aus Deutschland. Das sind ja alles so kleinere Debatten, auch die Tornado-Frage, die immer wieder aufkommen und die eigentlich im Kern die größere Frage nach einer Neuordnung europäischer Friedens- und Sicherheitsforschung haben. Und dieser Kern der Debatte, nicht welches technische Gerät schaffen wir an oder wie viele davon wollen wir loswerden, sondern welche europäische Friedensordnung wollen wir haben und mit wem, das sind Debatten, die müssen wir zivilgesellschaftlich, wissenschaftlich, politisch führen. Und da müssen wir in den kommenden Jahren große Anstrengungen übernehmen, um auch die Öffentlichkeit an Themen der nuklearen Teilhabe heranzuführen, um mit der Öffentlichkeit auch darüber zu sprechen, wie es mit Truppenstationierungen in Deutschland aussieht und was eine mögliche Verlegung an die polnische Grenze bedeuten könnte. Das sind große gesellschaftliche Debatten, die in einer Demokratie auch von einer breiten Öffentlichkeit informiert diskutiert werden müssen. Und hier haben wir auch eine Aufgabe, diese Diskussion zu führen, und auch eine Aufgabe, diese Handlungsmöglichkeiten, unterschiedliche politische Handlungsmöglichkeiten, zunächst undogmatisch auszuloten. Wir leben in einer Zeit, die nicht mehr so ist wie der Kalte Krieg. Wir sind nicht mehr beim Ende der Geschichte, wo wir gedacht haben oder wo jemand gedacht hat, das Ende der Geschichte sei erreicht. Ab heute haben wir im Prinzip andere Probleme, sondern wir haben jetzt eine Situation, in der wir doch sehr genau schauen müssen, wie strategische transatlantische Partnerschaften aufgebaut werden in der Zukunft und welche Rolle Europa darin spielt. Und momentan läuft die Debatte zu eng auf eine militärische Fähigkeit hinaus. Europas Rolle ist aus meiner Sicht deutlich größer. Europa ist nach wie vor zusammengenommen der zweitgrößte Geber von entwicklungspolitischen Geldern. Europa ist ein sehr großer wirtschaftlicher Player. Und diese Fragen
der EZ, der humanitären Hilfsleistungen, der Wirtschaftskraft und auch der militärischen Fähigkeiten und der Friedensförderfähigkeiten. Europa ist ja auch eine der größeren Geber und Akteure im Bereich der internationalen Friedensförderung, müssen zusammengedacht werden, damit wir hier dann zu einem neuen Verständnis und auch einer deutlichen Neuausrichtung des europäischen Projekts kommen. Und da müssen wir anfangen. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank für die Zwischeninformation. Frau Deitelhoff, Sie hatten vorhin schon angesetzt quasi, mögen Sie zu der Frage auch von Herrn Brahms zu den internationalen Friedensmissionen noch einmal Stellung nehmen? Ansonsten würde ich gerne dann gleich einmal auch noch das Wort zu Herrn Trittin geben, zu den gesamten Europakonferenzen, der jetzt mehrfach angesprochen worden ist. Ich versuche einfach nochmal die Fragen so ein bisschen abzugrasen und das aber im Schnelldurchlauf. Aber das ist eigentlich meine Spezialität. Die erste Kritik, die Sie ganz deutlich an uns gerichtet haben, ist ja, wir hätten nicht genügend geforscht zu den alternativen Zugewaltinstrumenten in der Befriedung, um das mal jetzt so zu sagen. Und Sie haben recht, das nimmt keinen großen Platz in diesem Friedensgutachten ein. Aber wenn Sie sich noch mal ganz kurz vorstellen, was eigentlich Gewaltkonflikte, überhaupt politische Konflikte sind, dann haben wir es mit extrem komplexen Gebilden zu tun, in denen ganz, ganz viele Faktoren zusammenkommen. Das ist für die Wissenschaft eine enorme Herausforderung, die so weit zu simplifizieren, dass wir sie vergleichbar machen können. Für dieses Kapitel, das Sie jetzt im Friedensgutachten sehen, ist ein ganzer Datensatz erstellt worden zu humanitären Friedenseinsätzen. Das heißt, wir haben erstmal versucht, gleiche Konflikttypen zu finden und dann, das ist der nächste Schritt, versuchen wir zu erkennen, unter welchen Bedingungen sind die eigentlich tatsächlich erfolgreich. Wir wissen aus der Forschung schon so ein bisschen was, wir wissen, die müssen hinreichend gut ausgestattet sein. Aber was heißt das genau? In welchen politischen Settings ist welche Ausstattung angemessen? Da müssen wir erstmal hinkommen. Darauf haben wir eigentlich in diesem Friedensgutachten hingewiesen, denn erst dann können wir sagen, unter welchen Bedingungen die Alternativen tatsächlich fruchten werden. Also dieses Verhältnis können wir erst dann tatsächlich erklären, wenn wir überhaupt erstmal wissen, wie die Gewaltinstrumente funktionieren. Und tatsächlich ist es so, wir wissen das noch nicht besonders gut. Da ist noch viel Forschung vor uns, wir haben damit aber angefangen. Das vielleicht zu diesem Punkt. Dann habe ich Rüstungsdynamik. Da muss man auch, glaube ich, einen Punkt muss man im Auge behalten. Sie haben recht, die Zahlen klingen schrecklich. Und ich selbst mag das auch nicht lesen. Aber gleichzeitig müssen wir das natürlich historisieren. Und Sie müssen schauen, wie in den letzten Jahren sich die Zahlen entwickelt haben. Und dann sehen Sie, dass wir über lange Jahre ja sehr geringe Wachstumsraten hatten und erst in den letzten Jahren sind die angezogen. Also sozusagen mal ganz banal gesprochen, haben wir es mit einem Modernisierungsstau zu tun. Das macht es nicht schöner, das will ich damit nicht sagen. Aber wir müssen das so ein bisschen kontextualisieren, womit wir es gerade zu tun haben. Hat das was mit effizientem Wirtschaften zu tun? Die Frage stellen wir uns alle, nicht nur bei der NATO, auch bei der Bundeswehr, nicht bei allen großen Sicherheitsorganisationen, die wir vor uns haben. Es ist nicht nur das. Jeder, der mal ein Haus gebaut hat, kennt eines der grundlegenden Probleme, was es mit effizientem Management auf sich hat. Zu dem Zeitpunkt, an dem Sie das Haus beginnen zu planen, machen Sie eine sehr gute Kostenkalkulation. Oder Bundestagsgebäude, kennen wir das auch, das Problem. Oder wir wollen nicht über Flughäfen sprechen. In dem Moment, in dem Sie in die Realisierung gehen, haben sich die Preise verändert, die Anbieter sind weg oder die Anbieter haben festgestellt, dass sie die Software, die sie eigentlich mal versprochen haben, nicht mehr kompatibel ist mit der Hardware, die sie eingebaut haben. Das sind tatsächlich auch Probleme, die in diesem speziellen Bereich auftreten und die auch regelmäßig zu Kostenexplosionen führen. Jetzt klinge ich gerade wie ein Vertreter der Rüstungsindustrie, dafür entschuldige ich mich bei Ihnen ganz herzlich. Aber ich finde immer, so viel Redlichkeit tut ganz gut. Auch in der Friedensforschung sollte man wissen, was Zahlen zu bedeuten haben, die man aufgeschrieben hat. Letzter Punkt, die Nuklearwaffen. Warum interessiert das eigentlich niemanden? Stößt Ihnen das nicht auf? Also wir reden darüber, demnächst läuft das letzte Rüstungskontrollabkommen in diesem Bereich aus. Und wir wissen, dass die alle ihre Nuklearwaffen modernisieren. Warum steht da draußen niemand auf der Straße? Ich meine, zur Hygiene geht ja auch jeder hin. Warum ist das so? Und es ist vielleicht ganz interessant, sich anzugucken, dass die jüngere Generation in diesem Land, nicht nur in diesem, keine Erfahrung mehr mit Gewaltkonflikten hat. Und wenn sie nach Sicherheitsgefährdung fragen, dann hören Sie in der Generation der bis 25-Jährigen eine Antwort besonders häufig, die lautet Internetdiebstahl. Das empfinden die als massives Sicherheitsproblem. Die Idee eines nuklearwaffengeführten Krieges ist da nicht mehr darunter. Und das, glaube ich, führt dazu, dass wir keine Debatten momentan in diesem Bereich hinbekommen. Diese Art von Gefahren wird systematisch unterbewertet. Und da müssen wir ran.
Letzter Punkt, Sie haben Herrn Gabriel angesprochen. Man hat sich letztes Jahr gefragt, ist das Fatalismus oder will der provozieren? Und ich will ihm zugute halten, der will provozieren. Was erwarten wir eigentlich von Europa? Brauchen Russland und China Europa? Ja! Und ob die Europa brauchen? China braucht Europa, weil Europa nach wie vor der wichtigste Markt für chinesische Produkte ist und auch für Investitionen. China baut seinen ganzen Reichtum auf einem Freihandelssystem auf. Und dieses Freihandelssystem ist auf klare Rechtsvorgaben angewiesen. Und darum hat es Interesse an einer solchen. Und mit den USA, mal ganz ehrlich, ist da in letzter Zeit kein Staat zu machen und Russland ist dafür irrelevant. Russland wiederum, die sich ja sehr eng an China angeschlossen haben und immer diese Partnerschaft weiter ausbauen wollen, weiß gleichzeitig aber und führt diese strategischen Diskurse innerhalb Russlands längst, dass sie auf Dauer nicht mit der chinesischen Entwicklung mithalten können. Sie werden kein Partner auf Augenhöhe für China bleiben. Und das heißt, selbst für Russland ist eine internationale Ordnung, die klare Rechte formuliert, ein Schutz. Und damit wird auch Europa für Russland ein interessanter Partner. Denn auch dafür sind die USA momentan kein interessanter Ansprechpartner. Das ist eine Chance, die Europa nutzen kann, insbesondere weil jetzt auch noch China selbst massiv unter den Folgen der wirtschaftlichen Rezession ausgelöst durch die Pandemie leidet und größeres Interesse hat, auch Zugeständnisse zu machen. Die Frage ist, wird es gelingen, dass sich die Europäische Union mit China vor den US-Wahlen zusammensetzt? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor in dieser Gleichung. Und damit war es hoffentlich ganz kurz einmal alle Fragen abgegrast. Ganz herzlichen Dank. Ich habe großes Verständnis dafür, wie schwierig und wie kompliziert natürlich auch die Zusammenhänge sind und dass wir eigentlich viel, viel mehr Zeit brauchten, um das angemessen zu diskutieren. Aber die haben wir leider nicht. Deshalb schnell zu Ihnen, Herr Tredin. Mögen Sie auch noch einmal bei Europa anknüpfen? Ich würde das gerne so ein bisschen zuspitzen auf die Frage hin, sehen Sie die deutsche Bundesregierung für das nächste halbe Jahr in der EU-Ratspräsidentschaft gut genug aufgestellt? Werden da die richtigen Themen, die richtigen Strategien auf die Tagesordnung gesetzt? Oder gibt es da aus Ihrer Sicht noch Nachschärfungsbedarf? Ich erlaube mir, zwei Vorbemerkungen zu machen. Das eine ist, ich müsste ja eigentlich ganz beleidigt sein, wenn gesagt wird, Klimakrise ist kein kriegsauslösendes Element. Bin ich aber gar nicht. Das ist schön. Nein, weil ich nämlich der Auffassung bin, dass es nie das kriegsauslösende Element gibt. Mhm. Es ist auch noch nicht so gewesen, dass zum Beispiel Hunger automatisch zu Krieg führt, sondern vielfach sind die Menschen elendig einfach verreckt. Und Dürren führen auch nicht automatisch zu Aufständen. Genauso wenig wie 20, 30 Jahre lang die Herrschaft einer schiitischen Minderheit, gestützt von den Christen im Lande und übrigens den Europäern, über die Sunniten in Syrien, irgendetwas an Aufstand bewegt hat. Es kommen immer sehr unterschiedliche Elemente zusammen und wir reden hier darüber, dass von den krisenverschärfenden Elementen mit dem Klimawandel und dem Fortschreiten dieses Klimawandels eine weitere hinzukommt, von der zum Beispiel die Internationale Organisation für Migration sagt, dass sie damit rechnen müssen, dass bis 2030 jährlich bis zu 150 Millionen Menschen sich auf die Flucht machen. Dass Migration selber auch noch keinen Konflikt auslöst, ist auch richtig. Aber gleichzeitig erleben wir hier eine Verstärkung der Unsicherheit. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt der Bemerkung zu den sogenannten humanitären Interventionen. Vielleicht hängt diese Frage Ihres Untersuchungsgegenstandes gar nicht mit der Frage, was ist mit dem Klimawandel zusammen, sondern was ist eigentlich die Definition von Krieg und Konflikt? Mhm. Nach meinem Eindruck, bin groß geworden Mitglied einer Partei, die sich gegen die nukleare Nachrüstung gegründet hat, haben wir es zu tun mit einer Veränderung von Kriegen und Konflikten. Wir haben es mehr und mehr zu tun mit Gewaltphänomenen, die nicht mehr dadurch bestehen, dass vor allen Dingen staatliche organisierte Gewaltpotenziale gegeneinander treten, sondern wo man nicht mehr unterscheiden kann, was ist eigentlich, ist das eigentlich ein Soldat, ist das ein Söldner, ist das ein Guerillo oder ist das sogar nur ein Gangster,
der für irgendeine Rauschgiftmafia arbeitet. Also diese Veränderung und auch nicht mehr die Frage, Kriege definiert als ein Staat gegen den anderen Staat. Wir erleben ständig fließende Übergänge zwischen Bürgerkriegen, zwischen sogenannten Proxys, die andere für sich Kriege führen lassen. Das heißt, genau diese neue Form von Kriegen führt mich aber zu der These, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, genauso wenig wie wir mit den Maßstäben des Kalten Krieges heute an die Konflikte rangehen dürfen, dürfen wir mit den Parametern der späten oder mitten oder frühen 90er Jahre daran gehen. Die Debatte um die sogenannte humanitäre Intervention war eine, wo wir plötzlich erschreckt davor standen, was passiert in Ruanda, und plötzlich war mitten in Europa im ehemaligen Jugoslawien Krieg, und wie sollte man das unterbinden? Da hatte dieser Gedanke der humanitären Intervention seine Berechtigung. Und ich, wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der sagt, das war alles falsch, was man damals gemacht hat, auch wenn man viele Fehler gemacht hat. Ich fürchte nur, und deswegen warne ich vor diesem Begriff der humanitären Intervention, dass das, was wir demnächst vor uns haben werden, die Diskussion über die kommenden Konflikte, die sollte man nicht mit diesem Begriff belegen. Wir nähern uns, wenn ich die Debatte darüber sehe, was soll man eigentlich mit dem Sahel machen, aus dem sich die USA gerade zurückziehen, was die Franzosen in eine sehr schwierige Situation an dieser Seite. Ist das eine humanitäre Intervention oder ist es nicht der Versuch, mit militärischen Mitteln eine akute Bedrohung der Sicherheit Europas in den Griff zu kriegen? Ich habe da keine fertige Antwort drauf. Nur eines soll mir keiner erzählen. Das ist keine humanitäre Intervention. Das ist eher klassischer Einsatz militärischer Mittel an dieser Stelle. Ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Ich finde, wir müssen darüber diskutieren. Aber ich finde, wir sollten uns ein bisschen aus diesen Parametern der 90er Jahre verabschieden. Letzte Bemerkung. Natürlich hat der Gabriel da schrecklich untertrieben. Gerade wenn man sagt, ich versuche das immer zu schreiben, warum die Chinesen kluge Autoritäre sind und die Russen dumme. Die Klugheit der Chinesen besteht darin, dass sie sagen, die Macht folgt der Ökonomie und nicht den Waffen. Und dann kommen sie mit den Waffen durchaus hinterher. Das sind keine Pazifisten, also nicht, dass wir uns missverstehen. Und weil aber die neue Machtprojektion auch zwischen den USA und China und übrigens der Konflikt zwischen Europa und den USA und der Konflikt zwischen Europa und den Chinesen, die betreiben nämlich massiv Technologieklau und unfairen Wettbewerb und, dann will ich gar nicht die schönreden, das ist primär eine ökonomische Auseinandersetzung. Was ist Europa? Europa ist eine Softpower. Wenn wir eine Stärke haben, ist sie nicht militärisch, sondern sie ist unsere Technologie, unsere Wirtschaftskraft, unser großer Markt. Und ich würde deutscher Außenpolitik immer raten, auf genau diese Stärke sich zu fokussieren. Das kommt auch ein bisschen in die Richtung, wo Sie gesagt haben, wir sollten bei Sicherheitspolitik nicht nur über Militär und Gewalt reden. Nun hat auch Ökonomie ihre Gewaltseiten, wie wir alle wissen, aber da denke ich, soll man sich nicht verstecken. Das setzt aber eines voraus, dass Deutschland aufhört, seine Nebenaußenpolitik zu betreiben. Also zu verhindern beispielsweise, dass es eine vernünftige Antwort auf das Steuerdumping durch die US-Steuerreform gibt, indem man eine Sperrminorität in Europa organisiert, gegen die Plattformbesteuerung, um dann anschließend zuzugucken, wie Frankreich, die das im Alleingang versuchen, von den Amerikanern kaputt sanktioniert werden. Oder indem man meint, man hätte eine eigene China-Politik, die sich von dem Rest Europas verabschiedet und sich dann wundert, dass sich 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammentun und ihren eigenen Kurs gegenüber China machen. Das heißt, wir als Deutsche müssen lernen, nicht nur uns ruhig und gelassen auf die Stärke Europas zu beziehen, sondern wir müssen diese Stärkung auch unterhin Anstellung kurzfristiger nationaler Vorteile einzusetzen als europäisch, weil das ist in unserem auch deutschen Interesse.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen vielen für den Augenblick. Ich will jetzt gerne in die Runde fragen und öffnen. Gibt es denn Fragen, Kommentare aus dem Publikum, was ich bedauerlicherweise nicht sehen kann? Wir können uns nicht in die Augen schauen. Insofern kann ich auch Ihre Stimmung während der Veranstaltung nicht einschätzen. Umso mehr freue ich mich aber, wenn Sie mit Fragen und Kommentaren sich an der Debatte beteiligen mögen. Ja, lieber Uwe, wir haben Fragen aus dem Chat erhalten. Im YouTube-Live-Chat können vielleicht nur eine oder zwei Fragen nachgestellt werden. Ich würde sie in zwei Komplexen zusammenfassen. Sie richten sich zentral an die beiden Professorinnen und Mitherausgeberinnen. Und zum einen am Anfang an Frau Schröder. Das ist so ein bisschen Verständnisfrage nach, Sie haben so ein bisschen den Zusammenhang von Klimaveränderung und Krieg gesagt, der lässt sich so nicht belegen. Und dann, aber das haben Sie ja auch ausgeführt, und dann war aber die Frage, was ist denn mit den Geflüchteten und inwieweit ist das nicht auch eine Form von Abwesenheit von Frieden und wie ist das in dem Kontext zu sehen? Und davor auch noch die Frage, dann wiederum auf die europäische Perspektive gespiegelt, ob die Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Jahre nicht eigentlich zentral durch diesen Faktor von Migrationsabwehr auf der Gegenseite geprägt ist. Und was da eine menschenfreundliche Sicherheitspolitik eigentlich heißt. Und der andere Fragenkomplex richtet sich auch an Sie beide und ist die Frage nach der Trendwende, dem in den Zeiten von gefühlter Aufrüstung, haben Sie ja kurz schon angerissen und noch mit einem konkreten Blick in die Glaskugel, wo Sie bestimmt viel Sachverstand haben. Und die Frage, was Corona vielleicht auch dazu beitragen kann und Corona-bedingte Rezession in Staaten mit hohen und steigenden Militärausgaben vielleicht auch zurückgehenden Sicherheitsausgaben haben wird. Ob Sie da einen qualifizierten Blick in die Glaskugel geben können, Frau Deitelhoff und Frau Schröder. Das ist immer noch eine Glaskugel. Na, vielleicht mögen Sie nicht gleich in die Glaskugel schauen, sich das noch ein bisschen aufsparen. Wer mag anfangen? Wollen Sie, Frau Schröder? Kann ich gerne machen. Es ging noch einmal in der Rückfrage um den Zusammenhang zwischen bewaffneten Konflikten. Das ist eine größere Anzahl von Kämpfenden, die üblicherweise einer staatlichen Struktur gegenüberstehen, und Klimawandel. Das ist auch wieder eine Konzept- und Definitionsfrage. Was sind eigentlich bewaffnete Konflikte und was ist Unfriedlichkeit? Oder was sind andere Formen von Konflikten? Und unsere Einschätzung, die auf vielfältigen Studien aus transatlantischen Forschungsgruppen herauskommt, ist, dass bewaffnete Konflikte oder Kriege, also die eine bestimmte Anzahl von Toten pro Jahr fordern, die im Gefecht sterben, dass diese Arten von Großkonflikten momentan noch nicht belegbar sind durch Klimawandel. Also dass Klimawandel, Klimaveränderung, Klimavariabilität hier keine kausale auslösende Rolle spielt, sondern gegebenenfalls als ein Faktor unter vielen in einem Nexus von Klima und Unsicherheit wirkt. Das heißt aber nicht, dass Unfriedlichkeit nicht durch Klimawandel und auch durch Extremwetterereignisse deutlich gesteigert werden kann. Und die Frage zielt genau in die korrekte Richtung aus meiner Sicht hier, weil diese größeren Debatten um Unfriedlichkeit und um Geflüchtete und um die Frage, ob es Menschen schlechter geht auf der Welt durch Klimawandel, eindeutig mit Ja beantwortet werden kann. Es schlägt sich nur nicht notwendigerweise in der Zahl, die jährlich berichtet wird, der bewaffneten Konflikte nieder. Aber unter dieser Schwelle müssen wir mehr darüber wissen, unter welchen Bedingungen und ja auch unter welchen kausalen Bedingungen wir zu mehr oder weniger Unfriedlichkeit kommt. Und aus unserer Sicht müssen wir hier auch darauf achten, dass wir nicht nur die negative Seite analysieren, sondern eben auch Anreize für Kooperation. Nicht nur Konflikt, sondern die Möglichkeit für Kooperation unter widrigen Bedingungen anschauen, weil es hier ganz unerwartete Effekte mitunter gibt und auch Kooperationsbemühungen gibt in Situationen, die offensichtlich schwierig sind. Und das ist das Positive, und hier muss es auch mehr Forschung geben.
Die Frage der Klimaflüchtlinge, Klimageflüchteten ist auch eine, die häufig gestellt wird. Im Friedensgutachten schreiben wir, dass es vergleichsweise niedrige Zahlen von Klimageflüchteten gibt, die dann auch den weiten Weg beispielsweise nach Europa antreten. Das kann sich natürlich auch ändern, aber wir sehen auch in der Medienberichterstattung, dass die Rede von der Klimaflucht häufig eine ist, die eher zum Zwecke der Ausgrenzung verwendet wird oder zum Zwecke der Legitimierung von Grenzpolitiken, die einer Öffnung der Grenzen entgegenstehen. Das heißt aber, dass auch hier die Forschung eigentlich in vielen Bereichen nicht zeigen kann, dass es diese große Anzahl von Klimaflüchtlingen tatsächlich gibt, wenn man das dann disaggregiert und genauer anschaut, was eigentlich dahinter steht. Dann die Kristallkugel, Frage der Rüstungsdynamik und der Covid-Pandemie. Da ist ja auch durchaus innerhalb der Industrien, die im Bereich der Rüstungsindustrie liegen, eine gewisse Nervosität zu spüren. Auch die Debatte um das 2%-Ziel im Rahmen der NATO-Fähigkeiten wird ab und an herangeführt hier, dass die Covid-Pandemie also dazu führen könnte, dass Rüstungsausgaben eher runtergehen. Das kann natürlich geschehen, ist aber momentan, da man sich ja die Haushaltsplanung auch etwas langfristiger anschauen kann, nicht in der Form, ich gehe nicht davon aus, dass das in der Form stark abbildbar sein wird, dass hier die Rüstungszahlen tatsächlich dauerhaft niedriger werden. Ich denke, es kann eher sein, dass auch Rüstungsindustrien bestimmte Aufträge bekommen können, um eben aus der Rezession wieder rauszukommen. Und da müsste man dann drauf schauen, welche Konjunkturpakete werden eigentlich geschnürt und welche Fähigkeiten werden dann dadurch unterstützen. Das kann natürlich auch für Rüstungsindustrien dann hilfreich sein an der Stelle. Das heißt, ich würde den Zusammenhang zwischen Covid und Rüstungsdynamiken erstmal vorsichtig betrachten, in ein paar Jahren erneut nachschauen, ob es da eine wirkliche Delle gab und erstmal davon ausgehen, dass die Entwicklungen im Prinzip so weiterlaufen wie bisher. Und wir haben es ja, wie auch von Frau Deitelhoff schon genannt wurde, mit einem großen Modernisierungsstau zu tun und mit sehr langfristigen Projekten, die langfristig angeschoben finanziert werden, die schon sehr lange in der Entwicklung sind, auch teilweise transnational oder multilateral entwickelt werden und die sicherlich weiter verfolgt werden. Das heißt, das ist eine langfristige Frage von 20, 30 Jahren Planung. Frau Deitelhoff, ja. Wollen Sie? Gerne ja, Sie sehen schon die Kolleginnen in Hamburg, ne, das sind sehr qualifizierte in die Glaskugelschauer. Da brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch kurz was zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist, glaube ich, die letzte Frage, die noch offen ist. Sage ich vielleicht noch kurz was zu. Sie haben natürlich recht. Es ist so, dass wir erleben, dass die europäische Außen- und Sicherheitspolitik sehr stark, ich würde sagen, beeinträchtigt worden ist durch die Zunahme an Flüchtlingen, insbesondere in den Jahren 2015, 2016. Und dass darüber sozusagen die programmatische Entwicklung ziemlich hängen geblieben ist. Das ist etwas, wo wir hoffen können, dass die Covid- oder Corona-Pandemie eben tatsächlich ein Befreiungsschlag sein könnte, dass man wieder neu nachdenken kann, was man eben für eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik sich wünscht. Vielen Dank. Ich frage nochmal zurück. Timo, gibt es noch Fragen, weitere Fragen, Kommentare aus dem Publikum? Es gibt keine weiteren Fragen oder Rückfragen auf die Fragen, deshalb habe ich sie hoffentlich adäquat gestellt und alles wurde für die Kürze ausreichend beantwortet. Gut, dann dafür schon mal allen Beteiligten herzlichen Dank. Ich würde gerne für die Abschlussrunde noch einmal den Fokus auf das zukünftige transatlantische Verhältnis legen. Die US-Wahlen stehen an. Einige von Ihnen haben den Truppenabzug der US-amerikanischen Truppen aus Deutschland angesprochen, eher mit verhaltener Reaktion als sinnvoll zu beantworten, kommentiert als Wahlkampfgetöse. Man kann auch einige andere Stellungnahmen, Stimmen dazu lesen, die sehr deutlich sagen, es ist Ausdruck eines anderen, einer neuen strategischen Ausrichtung der US-Politik, viel stärker den pazifischen Raum auch schon seit längerem
schon seit Obama in den Blick zu nehmen. Aber was wir vielleicht nicht hier kontrovers an der Stelle diskutieren sollten, da würde mich für eine Abschlussrunde doch noch mal interessieren, wie schätzen Sie eigentlich andere Stimmen in den USA ein? Gibt es in der Wissenschaft Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, mit denen Sie über eine andere transatlantische zukünftige Politik ins Gespräch kommen? Gibt es, Herr Trittin, im Kongress, im Senat, an anderer Stelle Politikerinnen, Politiker, Kolleginnen, Kollegen, Kollegen in den USA, mit denen Sie über ein neues, ein anderes Verhältnis in den Beziehungen zu USA auf Zukunft nachdenken können, Neuansätze in den Blick nehmen können? Das vielleicht als Schlussrunde, kurzer Kommentar nochmal, wenn Sie mögen, von Ihnen allen auf dem Podium. Wenn ich das so sagen darf, in meinen Augen hat Donald Trump nicht die USA gespalten, sondern dass er ins Amt gekommen ist, ist Ausdruck der tiefen Spaltung dieser Gesellschaft. Und genauso verhält es sich mit dem Verhältnis zwischen Deutschland oder Europa und den USA. Der Prozess der schleichenden Entfremdung, der stattgefunden hat, ich sage immer über diese drei I's, Interessen, Idealen und Institutionen. Herr Brahms sprach von der Weltordnung, die die USA selber auf den Weg gebracht haben. Dazu zählen Weltbank, Welthandelsorganisation, all das, was jetzt, oder Weltgesundheitsorganisation, all das, was jetzt in Frage gestellt wird, der hat schon viel früher angefangen. Ich erinnere an die Auseinandersetzung beispielsweise um den Krieg im Irak, dessen Folgen wir heute immer noch mit zu bewältigen haben. Aber er hat eben auch stattgefunden, als die USA anfingen, auch unter Obama sehr gezielt, Pivot to Asia. Das war kein Pivot to China. Das war der Versuch, asiatische Staaten für eine Eindämmungsstrategie gegenüber China zu gewinnen, was ihn nicht gehindert hat, gleichzeitig, ich glaube, die alte Politik unter Obama gegenüber China war so ein bisschen ähnlich wie die europäische. Man sah China als systemischen Rivalen, als Wettbewerber und als Partner, insbesondere als Partner damals beim Klimaschutz. Ohne diese Kooperation hätte es Paris nicht gegeben. Aber es war eine Umorientierung der USA. Und gleichzeitig ist in den USA auch wegen der Überdehnung der militärischen Macht, die im Irak offensichtlich geworden ist, sowohl auf der Seite der Demokraten wie auf der Seite der Republikaner, die Tendenz, sich ein Stück zurückzuziehen, größer geworden. All dies hat nicht Trump erfunden. Das, was Trump hinzugefügt hat, war die offene Aggression, also nicht mehr die Auseinandersetzung über unterschiedliche Interessen und Schwerpunkte, die es früher gegeben hat. Deutschland und die USA haben sich früher schon über Pipelines gestritten, das ist nichts Neues. Aber der Umstand, dass dann plötzlich ökonomische Elemente als Bedrohung für die Sicherheit der USA eingesetzt werden, um auf Kriegsgesetze zurückzugreifen. Das ist das nichts anderes als diese Zölle. Das ist das Neue in den transatlantischen Beziehungen. Nun fragt man sich, ist das vorbei, wenn Trump eines Tages, ob in diesem Herbst oder 4 Jahre später, nicht mehr da ist? Ich fürchte nicht, weil in vielen Fragen repräsentiert diese Politik durchaus einen recht breiten Konsens. Wenn Sie sich anschauen, mit welchen Mehrheiten zum Beispiel die unilateralen Sanktionen, die jetzt deutsche Behörden bedrohen, weil sie nach europäischem Recht und Gesetz Entscheidungen getroffen haben, dann ist das ein parteiübergreifender Konsens zwischen Demokraten und den Trump-Unterstützern bei den Republikanern. Das hört sich jetzt sehr pessimistisch an. Ich glaube aber dennoch, dass wir von einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse oder einer anderen Administration profitieren können. Nicht, weil die Konflikte verschwinden, sondern weil diese Konflikte dann wieder in rationalerer Form und nicht nach dem Prinzip "the winner takes it all" behandelt werden, sondern im Sinne
eines Geben und Nehmens, im Zweifelsfall auch zum gegenseitigen Vorteil. Also auch Joe Biden wird darauf drängen, dass wir mehr in Rüstung investieren. Auch er wird darauf drängen, dass es vernünftige Regelungen gibt, was den Export von Autos und Ähnlichem angibt. Er wird versuchen, in bestimmten Punkten mit uns gemeinsam gegen China vorzugehen und dafür auch was erwarten. Ich glaube aber, dass das Verfahren, in dem es sich vollzieht, ein anderes sein wird. Das heißt, es wird für uns nicht bequemer, sondern unbequemer, weil so jemand, der uns fordert und auch etwas anbietet, vielleicht viel schwieriger zu behandeln ist, als wie jemand, wo man sagen kann, das ist halt dieser Trump. Da ist die Frontlage klar, aber ich glaube, die transatlantischen Beziehungen stehen vor einem entscheidenden, oder da hat sich vollzogen ein entschiedener Wandel, und auch da, finde ich, sollten wir aufhören, so ideologisch darüber zu diskutieren. Wir haben gemeinsame Interesse mit den USA, übrigens an offenen Märkten. Wir haben gemeinsame Interesse an Rechtssicherheit. Das sind nicht nur Werte, das sind auch Interessen. Aber dieses sollten wir nicht so weit treiben, dass wir gegen unser eigenes Interesse uns in eine Anti-China-Front einbringen lassen. Da müssen wir unsere strategische Souveränität auch gegenüber den USA verteidigen. Das ist eigentlich die große Herausforderung, vor der wir stehen. Bin ich jetzt vielen Dank. Frau Deitelhoff, mögen Sie anschließen? Ja, kann ich machen. Also ich glaube, ich sehe es sehr ähnlich, aber würde vielleicht auch noch ein bisschen noch mal einen anderen Akzent setzen. Also ich würde auch sagen, wir sollten nicht das transatlantische Verhältnis idealisieren, das es vor Trump gab. Schon dort gab es sozusagen viele Konflikte und es gab schon Entfremdungen, Sie haben den Pivot to Asia genannt. Also Europa wird auch in einer neuen Administration nicht plötzlich wieder die Nummer eins auf der Prioritätenliste einer US-Regierung sein. Ich glaube, damit ist nicht zu rechnen. Was aber sozusagen, ich würde anders als Herr Trittin vielleicht sagen, es wird vielleicht auch nicht bequemer werden mit einer neuen Regierung und mit einer neuen Administration, aber es wird vielleicht wieder etwas sicherer werden. Denn das ist für mich der entscheidende Unterschied, den die Trump-Administration gegenüber vielen anderen republikanischen oder demokratischen Administrationen für uns ausmacht. Trump interessiert sich nicht einen Deut für die Folgen seines Handelns, für die weltpolitischen Folgen seines Handelns. Das war am Anfang noch gar nicht so leicht zu erkennen, da konnte man noch annehmen, vielleicht ist das Strategie, dass der sich so benimmt und alte Gewissheiten aufbricht und sich daneben benimmt, wenn man so will. Da konnte man noch denken, vielleicht will der erreichen, dass man neu über diese Dinge nachdenkt. Mittlerweile wissen wir aber alle sehr genau, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Dahinter steckt leider keine langfristige Strategie. Und am deutlichsten wird es, glaube ich, mit dem Nahostplan, den wir gerade gesehen haben und der jetzt vor einer möglichen Realisierung steckt. Und diesen US-Präsidenten interessiert das nicht. Und das ist sozusagen eine Gefahr, die es für uns sehr unbequem macht, mit ihm zu agieren, weil wir sozusagen im Grunde genommen hinter ihm aufräumen müssen, wozu wir gar nicht in der Lage sind. Kollegen in den USA, natürlich, die USA ist nach wie vor ein vielstimmiges Land. Und diese Kollegen finden Sie auch, sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten, die für eine andere Außen- und Sicherheitspolitik der USA einstehen und die darauf hoffen, dass wir einen Politikwechsel erleben werden. Wie gesagt, das wird sich sozusagen in einem begrenzten Maße als Wechsel vollziehen, dass wir sozusagen wieder die Nummer eins werden. Davon würde ich ganz wie Herr Trittin auch nicht ausgehen. Danke. Herr Brahms, mögen Sie an dieser Stelle ein Schlusswort? Ich nenne mal zwei Aspekte. Das eine, was ich von heute Abend noch mal mitnehme, ist sozusagen dieses Nachdenken darüber, was heißt Souveränität Europas. Mhm. Also auf welchen Feldern und gerade noch mal durch die Corona-Pandemie auch sozusagen noch mal angeschärft, sozusagen auf welche Felder und nicht nur militärisch eben, sondern auch in der Gesundheitspolitik, in der Sozialpolitik, in vielen anderen sozusagen Feldern, was ist die Souveränität Europas oder das Fund Europas, mit dem es zu wuchern gilt. Ich glaube, das noch mal auszudifferenzieren, noch mal näher zu beschreiben, um dann auch deutlich zu machen, wie ist das Verhältnis zu den USA oder auch zu anderen. Das ist, finde ich, eine total richtige und wichtige Aufgabe, glaube ich, auch das nochmal zu definieren und weiter zu bearbeiten, auch in öffentlichen Diskursen, sozusagen hier in Deutschland und in Europa. Und der zweite Aspekt, wenn auf die Rolle der USA geguckt wird, liegt mir daran, einfach schlicht zu sagen,
es gibt nicht nur die evangelikalen Christen in den USA, die Trump unterstützen. Es gibt auch Katholiken. Es gibt auch Katholiken, die das tun. Es gibt aber auch Katholiken wie die Bischöfin in Washington, die sehr stark klares Mandat hatte und klar gesagt hat, dass sie es unmöglich findet, dass er da vor der Kirche steht mit der Bibel in der Hand und dafür den Weg freischießen lässt fast. Es gibt auch, wir haben eine Partnerkirche in den USA, die United Church of Christ, die eine klare Position an dieser Stelle vertritt und die eine ganz andere Kirche ist, offen, sehr vielfältig, sehr demokratisch, sehr sozusagen für den Frieden engagiert als Friedenskirche. Also es gibt auch in den Kirchen in den USA andere, als wir vielleicht manchmal so wahrnehmen, wenn so pauschal von den Evangelikalen oder den Trump-unterstützenden Christen in den USA erzählt wird. Das ist mir auch wichtig, einfach nochmal in dem Verhältnis unter den Kirchen untereinander auch das Zeugnis der Kirchen in den USA an dieser Stelle zu stärken, die oft in der Minderheit sind, aber sie zu stärken ist auch eine Rolle für uns, für wichtig sozusagen als Kirche in Deutschland, diese Kirchen zu unterstützen. Das war. Ganz herzlichen Dank Ihnen, lieber Herr Brahms, bevor nun Sie, Frau Schröder, quasi das letzte Wort haben, will ich mich aber schnell von Ihnen, lieber Herr Trittin, verabschieden. Falls die Zeit nicht mehr ganz reicht und Sie gleich schon raus sind, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Dabeisein, für Ihr engagiertes Mitdiskutieren, Ihre Kommentare. Und ich hoffe, an anderer Stelle kann der Wissenschaft, Politik, der Zivilgesellschaft, Kirchenpolitik-Dialog auch mit fortgesetzt werden. Ich freue mich jedenfalls auf zukünftige Gespräche und Debatten. Kommen Sie gut und behütet nach Hause bzw. zu Ihrem nächsten Termin. Danke Ihnen nochmal. Ich danke Ihnen für die Einladung und es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen hier zusammen zu diskutieren. Danke. Für uns auch. Frau Schröder. Und von mir als kurzes Schlusswort, wir wollen die Debatte um europäische Souveränität und auch um ein europäisches Friedens- und ja auch Sicherheitsprojekt führen. Wir freuen uns darauf. Wir werden auch in den kommenden Friedensgutachten wieder auf diese Fragen eingehen und denken, dass das eine große Debatte ist, die wir auch nach vorne bringen müssen. Und im globalen Rahmen kann man, glaube ich, nicht genügend betonen, wie wichtig die Rolle von Verfahren, Herr Trittin sprach es an, ist und wie wichtig, egal wie die Wahl in den USA ausgeht, diese Verlässlichkeit, die Erwartungsstabilisierung, die Vertrauensbildung ist in der internationalen Politik, in den transatlantischen Beziehungen, die eben durch verlässliche Politiken und seien die auch konfliktiv und schwierig, hervorgebracht wird. Und diese Institutionen müssen wir fördern und dazu müssen wir zurückkommen. Und da sind wir bei anderen Wahlergebnissen dann guter Hoffnung, dass das auch möglich sein wird. Die Probleme gehen dadurch nicht weg, aber wir können besser und vertrauensvoller miteinander sprechen und verhandeln. Und dem sehen wir auch optimistisch entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben fast eine Punktlandung geschafft und wir sind am Ende des heutigen Abends zumindest angekommen. Ich will noch einmal Ihnen allen, den Mitwirkenden, danken, Ihnen, dem Online-Publikum, für Ihr aufmerksames Zuhören, aber auch für Ihr Dabeisein mit Fragen und Kommentaren. Und schließlich ein letzter Dank an meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Berlin am Gendarmenmarkt. Ihr habt die Veranstaltung großartig technisch vorbereitet und begleitet. Herzlichen Dank. Ich will mit einem Zitat schließen. Hört man das, dass man auch mal klatscht? Genau. Und dieses Zitat geht so: Die Welt ist eine Einheit und wir müssen anfangen, entsprechend zu handeln. Als Glieder dieser Einheit, die aufeinander angewiesen sind. Man könnte es vielleicht so etwas wie die Zusammenfassung auch dieses Abends nennen. Das Zitat ist nicht jetzt oder vor 2-3 Wochen in der Corona-Krise geschrieben, sondern es ist schon 40 Jahre alt. Es stammt aus dem Bericht der Nord-Süd-Kommission, dem sogenannten Brandt-Report, den Willy Brandt seinerzeit als Vorsitzender an den UN-Generalsekretär so vorgestellt und abgegeben hat. Es zeigt mir noch einmal, wie intensiv
die Probleme dieser Welt miteinander verflochten sind und wie sie schon seit langer Zeit gesehen und auf die Tagesordnung gebracht sind. Neu ist, glaube ich, das, was wir durch die Corona-Pandemie und durch das Licht, was sie darauf wirft, auf die Verknüpfung und auf unsere globalen Handlungsnotwendigkeiten daraus geworfen hat. Ich danke nochmal Ihnen allen, verabschiede Sie nun für heute in einen hoffentlich angenehmen Restabend. Bleiben Sie gesund und behütet und bis zu einer hoffentlich nächsten Veranstaltung, dann vielleicht auch schon wieder vor Ort mit Publikum, sodass wir uns auch direkt und unmittelbar begegnen können. Herzlichen Dank, viele Grüße aus der Evangelischen Akademie zu Berlin. Danke Ihnen.